Ich bin da. Hörst du mich? Jo, hör dich. Okay, passt. Es geht los, ne? Ja. Ja, gut. So. So. Sag Bescheid, wie wir online sind. Wir sind online. Ah, okay. Servus. Guten Abend, liebe Leute. Ja, servus. Wir machen uns heute auf den Weg nach Spanien. Auf den oder du kannst es besser aussprechen. Circuit de Catalunya. Ja, genau. Barcelona. Nach Barcelona. Wir kommentieren heute die C2. Genau, der Surat und schreibt schon Hello von der Box. Wo, wo jeder mal angefangen hat. Nicht ganz. Du hast in der nicht C2 ganz? Angefangen, ich habe in der C1 angefangen. Ich bin da bloß gut, irgendwann. Aber C ist C, ne? Ist ja genau. Egal. Bin dann aber irgendwann in die C2 gerutscht. Auch dort. Alte Kameraden noch dabei. Genau, wenn der Sura dann schon zuhört, sag mir mal, ob man uns beide gescheit hört. Sehr gut. Ich habe den Stream nebenbei auch noch am Laufen. Aber schaut ja bis jetzt ganz gut aus. So. Hast du was gesagt? Depp. Hast du was gesagt, hat er gesagt, ja. So, mal gucken, was jetzt hier in Spanien möglich ist bei der C2. Ich habe ja schon das Rennen gefahren, letzte Woche. Genau, wir beide haben es schon gefahren, so gesehen. Okay. Ah, ich muss ja den Controller in die Hand nehmen, warte. Controller war nicht schlecht. Er ist der Erste, der rauskommt. Ah, ich freue mich jetzt richtig zu kommentieren. Das ist geile Strecke, auch gutes Wetter. Wir werden auch die Reifen da ganz schön in Anspruch nehmen, die Strecke. Bei den Temperaturen. Ist ja. Rennen da auch, soll das so bleiben? Das soll so bleiben. Also ich glaube, Wettervorhersage war beides mal auf bedeckt oder klar. Okay. Ich sehe gerade die beiden. Ich glaube, wir bleiben einfach mal auf dem Octavia. Ich glaube, das war auch eine Renault war der erste. Aber wir bleiben jetzt einfach mal auf dem Octavia. Wechseln mal die Kamera. Und schauen uns einfach mal die Strecke an sich an. Kannst du mal in eine Runde mit dem ersten Fahrer oder Wunschfahrer? Ja, ich habe jetzt den Octavia genommen. Sehr gut. Und kommen wir auch schon gleich zu meiner Lieblingskurve, der Kurve 7. ich weiß nicht, wie oft ich mich da rausgedreht habe. Okay. Ja, schwierige Kurve, ja. Mal rausbeschleunigen dann. Vor allem, ich muss sagen, ich habe ja, ich trainiere ja seitdem F1 2020 raus ist, ohne Fahrhilfen, komplett. Und ich muss sagen, für mich ist es eine richtige Umstellung aktuell. Gerade mit den Fahrhilfen. Naja, ich finde, die Rennlinie ist viel größere Hilfe, wenn man die vorher mal hatte, weil man da Fixpunkte hatte und die muss man sich jetzt neben der Strecke suchen. Genau. Aber es ist einfach nur Übung und Übung irgendwann. Und gerade auch schwierig, wenn es ein paar Kollegen in der Serie gibt, die dann vielleicht die Schilder wegfahren, ja, die man stimmt, braucht, dann muss man sich eben andere Punkte suchen. So, dann gehen wir mal auf die Schnelle mit Octavia. Bremspunkt. Genau, Bremspunkt hier bei dem asphaltierten Streifen hat er sich ein bisschen verbremst. Links nicht zu weit auf den Curb kommen. Die nimmt er jetzt auch eigentlich sehr, sehr gut. Ich glaube, was ich so gesehen habe, so 1,15 sollte bei den schnellen Fahrern auf jeden Fall drin sein. 1,15, ja, das ist eine gute Zeit schon mal, 1,15. Mal gucken, ob wer die 1,15 vielleicht auch knacken kann. Bin gespannt. Octavi draußen irgendwie auch zu. Na, gibt ein paar Fahrer. Ich glaube, Octavia. Nur zockt mit 1,16,7. Ist schon mal auch nicht schlecht eigentlich. War eine saubere Runde eigentlich. Wahrscheinlich, ich habe es leider nicht gesehen. Ja, bei Octavia muss man jetzt sagen, dass er aktuell auch noch auf den gelben. Las Milue ist auch auf der Schnellrunde gewesen. 1,17,8. Zweiter, 1,17,8, ja. Klöte 1,18,8. Dritter ist jetzt. Octavia biegt jetzt auf die Stefan mit der 16,5 jetzt erster Pole. Bis jetzt. Und der Octavia mit 1,16,4. Man muss aber auch sagen, die beiden. Unser Teamkollege 14 ist schneller.
14.16.0. Aber auf roten Reifen. Ja, das muss man noch dazu sagen, dass die roten Schlappen aufgezogen. Stefan und Octavia auf gelb draußen sind. Damals schon eine starke Zeit eigentlich auf gelb, muss ich sagen. Also 1.16.4. Ja. So, wer ist noch auf einer schnellen? Mizin scheint auf einer schnellen zu sein. Geh ich mal drauf. Ah, nee, ist ungültig. Das erste Mal, dass ich hier mit der zweiten Kamera, mit der Streckenkarte kommentiere. So, dann bin ich mal auf Schnitzel. Geschrieben, er hat uns gut, hat er geschrieben. Also sehr schön. So, sehr Schnitzel gut. Mit einer 1.19. Ich glaube, das ist gerade auf die Outlap-Suche da. Ist auf der Outlap. Ist gerade im letzten Sektor. So, Sterntl schauen wir uns mal an. Ah, auch ungültig. So, dann geht auf schnelle Runde mit Gelb. Bist du drauf? Ne, ich bin jetzt auf dem Gerhard, okay. Mittlerweile ja ORC Hans. Der ist auf der schnellen auch auf Gelb. Ich gebe dir Input. Es fängt jetzt gerade an. Bremst in der ersten Kurve an. Genau. Sind eigentlich sauber. Genau, auf dem Super, dann gehen wir dann, sobald der Gerhard entweder die Runde verbockt oder über die Linie fährt. 21.5. Eigentlich nicht schlecht. Ja, auch Gerhard hier mit dem gelben Reifen. Und ich muss mal mich noch dran gewöhnen, dass ich Hans sag, nicht Gerhard. Das hat sich halt beim Danny so eingebrannt. Das stimmt, ja. Wo hat der Hans? Heißt der um den zweiten Namen Hans? Ich weiß es nicht. Oder ist ein richtiger Name jetzt? Nett. Ich bin komplett verwirrt, weil vorher hieß er Gerhard, jetzt heißt er Hans. Ich bin immer noch auf Suche drauf gewesen, also ist jetzt im letzten Sektor, hat eigentlich eine saubere Runde hingelegt mit Gelb. Ich bin jetzt auch drauf. Die schwierige Kurve anzubremsen, ist schön raus. Jetzt hier den Scheitelpunkt ist wichtig, früher aufs Gas zu kommen, dann macht er nicht gut. Es wird eine starke Runde, ich denke so 1.17. Ein 17-Bereich, ein 17-3-4. Ja. Ah, 5. Ja, ich habe jetzt gerade gemerkt, ich war die ganze Zeit auf der falschen Kamera. Scheiße. Der reiht sich jetzt auf Platz 9 auf. Mit Gelb mal nicht schlecht, aber ich glaube, er macht nochmal einen Versuch auf. Muss er. Weil er denkt sich, komm, ich will ein bisschen weiter vorkommen. Muss er das denn noch ein paar hinter ihm? Dann gucken. Es sind nur 3 Zehntel, was sie im Unterschied haben auf Gelb. Jetzt kann ein, zwei Kurven ausgemacht haben. Also alles noch drin für ihn. Ob ich eigentlich meine Streckenkarte. Irgendwo habe ich doch die Streckenkarte hin. Das ist ganz schön viel Betrieb auf jeden Fall. Oh. Na, unnötig. Ja, ich bin jetzt gerade auf dem Crypto Gold drauf. Na, ist schon im letzten Sektor jetzt. Oh, verliert er fast das Auto. Ja. Ganz schön grob über den Körper. Das Auto liegt unruhig im letzten Sektor. Merkst du, wie er arbeiten muss. Ja. Ja, wir wissen ja nicht, wer hier alles mit welcher Fahrhilfe fährt. Ja. Und, was wird's? 1.17.4. So, wer hat... Sind schon wieder die Ersten auf ihren Outlaps. Octavia, der fährt jetzt erst in die Box. Der hat nochmal einen Versuch gemacht. So. Das sind jetzt viele in den Outlaps. Ich glaube, Joe geht. Fängt an. Genau. Fängt an, jetzt hier zockt. Bin ich jetzt aktuell auch wieder drauf. Und eine gute Kurve. So. Ja, ist jetzt gute Runde. Knapp an FD 2000 dran. Ein paar tausend zu vielen da. Ja, bekommt jetzt hier auch gut. Kommt er gut durch. Kommt er gut durch, hat sauber aus bei ihm. Ja, mit der verpasst ein bisschen Zeitpunkt. Ja, aber die wie vorhin schon gesagt, die ist auch extrem schwer irgendwie, ja, die Kurve. Schwierig. Ah, da kommt, ist, so weit raus. Kommt das ungültig. Ja, ungültig, schade. Ja, hatte die Kurve vorher schon nicht gut getroffen und dann hat sich eigentlich fortgezogen leider. Und gerade wenn du die erste Kurve blöd erwischt und dann diese bergauf rechts.
Da musst du auch aufpassen, dass du nicht zu weit rauskommst, weil sonst kommt dir das Heck. Also so ging es mir immer. Ja, der Traktion fehlt dir dann. Tritt durch. Oh! Mysterious hat das Auto fast weggeschmissen im letzten Sektor, jetzt beim Rauchbeschleunigen in der berühmten Kurve. Das wird auch eine Schlüssel drauf. Aber ist 0,3 schneller bis jetzt als seine letzte Runde. Ich bin, mal schauen, wo es reinreicht. Bin mal drauf. Auf Gelb. Beziehungsweise auf wen bist du jetzt? Mysterious M21. Mysterious, da ist er. Bin drauf. Und. 17.2. Konnte sich zwar verbessern, aber. Toco Racer fängt gerade die Runde an. Ja, ich bin jetzt mal auf Mausix. Also es geht Schlag auf Schlag hier schon. Ja, aber der ist zu langsam. 8 Minuten vor Schluss. Also die Jungs wollen es wissen, ist heiß. Bei Sternbild ist die Barcelona ist. So heiß, wie sagt er, in meinem Wohnzimmer ist, meinst du? Ich hoffe mal, die haben wieder Dritten dabei. So. Ja, Toto Platz 6. Ein 17-2. Das Feld ist aber eigentlich schon eng. Also ich traue trotzdem noch ein Jo irgendwie mehr zu als 17-2. Ja, ich glaube die. Also Toto meine ich ein Toto als 17-2. Ich glaube, das war jetzt erstmal das Einfahren. Glaube ich, kann er schon knacken. 16-8 so. Traue ich ihm schon zu. So, ich bin jetzt mal auf dem Toto drauf, weil der ist ja gerade auf einer schnellen. Der war, glaube ich, sogar, glaube ich. Oder war er auf der schnellen? Oder ja. Nee, ist das. Oh, zu diesem Auto! Oh, ja. Ai. Ah, hat er Glück? Ei. Hat er Glück, dass nicht mehr kaputt geht? Ja, muss er dann zurückfahren. Er hat so auf der Auto, glaube ich, abgeschaltet, ein bisschen in die Kurve dann vielleicht. Vielleicht mit zu kalten Reifen genommen und schon kommt es weg, ne? Du hast gesagt, zu dem ja. Rennen auch ganz schön eine harte Kurve sein. Ja, mich hat es zwei oder dreimal im Rennen rausgedreht und beim letzten Mal dann gegen die Wand. Aber Sudoton ist im ersten Sektor 0,3 schneller als seinen ersten Versuch. Genau, jetzt schauen wir mal, wie er die Kurve erwischt. Erwischt er auch nicht optimal. Aber er hat gerade abgefahren eigentlich. Er kommt hier auch fast zu weit raus. Oh, wer ist denn da hinten? So um die Kurve gefegt. Immer noch 0,4 vorne. Jetzt der letzte Sektor kann man gewinnen und viel verlieren. Das ist echt. Gerade in dieser Schikane. Fährt er eigentlich sauber an mit beiden Winkeln. So. Wer ist denn hinter ihm? Ein Red Bull. 1,16. Mal gucken, was er schafft. Fährt drüber. Ah, ne. 1,17. Okay. So, Octavia geht jetzt auch gleich auf die schnelle Runde. Schauen wir mal. Hoffen wir mal, dass der Sura dann den FD nicht aufhält. Ist das schnell Runde jetzt da? Ja, aber macht hier schön Platz. Und okay, Octavia mit einer 1,15,3 habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Nicht schlecht. Nein, immer verpassen, Octavia, so schnell war er. Ja. Abend, Josef, servus. Hans ist jetzt im letzten Sektor gleich. Hofft jetzt noch schnell Runde. Ja, bin jetzt mal drauf. Aber ist langsam. Also, ich glaube, der blitzt, glaube ich, ab oder geht auf den neuen. Ja. Okay, dann gehe ich mal wieder auf dem FD. Ja. Es kommt in guten Zwischenzeiten eigentlich an, ne? Ersten Sektoren. Ja. Ja, 0-4. Mal gucken, ob er es ins Ziel retten kann jetzt im Vorsprung. Wichtiger Sektor 10. Nimmt eigentlich sauber, nimmt gut Speed mit. Ja, auch, die, auch diese... Sehr vorne macht er Platz. Ja, ja macht auch, sehr gut Platz. Auch diese langsame Kurve nach der Gegengeraden, die ist auch heimtückisch. Schaut sehr gut aus. Ja, kommt auch gut durch die Schikane durch. Kann auch teilweise gefährlich werden. Also jetzt... Oh, kommt übers Ziel mit einer 1,15,4. So knapp. Schau den Abstand zwischen den beiden an. Es scheint so, dass die Teamkollegen sehr gut miteinander trainieren. Die fahren identische Zeiten. Haben, denke ich, auch mal so ähnliches Setup. Also nicht schlecht von den zwei nach vorne. So, wir fährt denn da langsam? Ah, da fährt einer in die Box ein. Ferrari ist auf der Schnellen. Oder geht jetzt auf die Schnelle, das ist Last Minute. Noch 4 Minuten. Ist gar nicht mehr so lange zu. Ich glaube, Last Minute ist jetzt gerade der Einzige auf einer schnellen Runde. Ich gehe mal drauf. Die anderen kommen erst alle noch. Okay. Ja, jetzt fahren alle nochmal raus. Ja, holen sich nochmal die frischen.
Einfach noch, ist noch ein bisschen Zeit, vielleicht warten wir jetzt auch mal den Shootout ab und gehen dann. Die Runde ist nicht so lang, also man hat noch Zeit. Reicht, wenn man 2 Minuten zu Schluss rausfährt, reicht vollkommen. So, nochmal kurz den Mund befeuchten vor der. Lass mir nur 0,2 vorne. Aber bricht ab. Bevor es gleich in die heiße Phase geht. So. Ah, nee, ist ungültig. Ja, also zu weit rauskommen. Was ist so mit Angelo los? Angelo ist auch ein guter, schneller Fahrer eigentlich. Ist der letzte, 18er, fährt jetzt erst raus oder war er schon mal unterwegs? War, glaube ich, schon mal unterwegs, hat sich aber rausgedreht. Ich glaube, Sterntl ist noch. Ich habe es auf jeden Fall nicht gesehen. Jetzt sind wir mal bei Sterntl, der hat noch keine gezeitete Runde. Für ihn wird es auch. Stefan ist auch für schnelle Runde. Stefan mit seinem Renault, mit dem gelben Renault, schönes Auto. Wo zockt? Ah, ungültig, wo zockt? Das sind die Nerven auch ein bisschen, ne? Aber ist eigentlich Fünfter. Liegt eigentlich nicht schlecht. Und Sterntl reiht sich ein mit einer 1.17.4 auf Platz 12. Gehen wir mal, wie du sagtest, auf Sterntl, auf Stefan. Stefan, er ist jetzt im letzten Sektor. Oh, mit guten, harten ist das der Körper. Ja, sauber, hart über den Körper, aber Auto macht's mit. Mal schauen. 1.15.5, nicht schlecht, ja. Also, schade, P3. Ich glaube, noch für noch ein Versuch reicht da immer die Zeit. Aber so, starke Runde auf jeden Fall, Stefan. Ja. Toto hat sich jetzt gerade noch verbessert. Auf Platz 6 mit einer 1.16.78. Sehr gut, sag ich doch, die 1.16er Marke knackt da. Sechster Platz hinter Jo zockt. Ganz schön knapp war's da. Schau mal hin. 50.000stel. Ja. Toto und Jo. Und Mizin hat sich vorgeschoben auf die 8 mit einer 1.17.2 und das auf den Mediums. Es sind die, wenn die in der eigenen Party sind, Jo zockt und Toto, die, ich glaube, die rasten glaube ich beide gerade aus. Die kappeln sich jetzt ein bisschen, die ehemaligen Teamkollegen. So. Ferrari gegen Mercedes. Mercedes. Der fährt ein Ferrari, oder? Alpha. Die Farben sind ähnlich. Trotzdem italienischer. Krypto. Konnte sich auch nicht verbessern. Angelo könnte vielleicht eine Quali-Strafe haben. Dass er deswegen wahrscheinlich nicht rausfährt. Ah, okay. Könnte ich mir vorstellen. Fährt er. Also Toto geht in die Box. Fährt in die Box. Das war es eigentlich jetzt so. So, die dunklen Punkte sind jetzt bei dem Spiel. Ist die. Einer schnell unterwegs, Out Mysterious ist auf der Outlap gerade. Ja. Sag ich, das ist einer der, wo doch gewartet hat. Jetzt die Strecke am besten. Jetzt kann er. Ja, ich bin mal auf ihm drauf. Zocker Race auf der Outlap. Es ist verwirrend, dass auf der Karte. Auch. Schafft er es noch? Ja, Ja, geh rum drüber, ja. Okay. Ja, der ist direkt sehr dahinter. Gut. Aber ich finde es verwirrend, dass jetzt die Alpha Tauri die dunklen Punkte sind und die Red Bulls die hellen Punkte. Ja, das war früher immer andersrum. Deswegen, ja. Wie bei Ferrari und Alpha. Ja. Suchertron gelaufen, auch gut. Akkurat Gold ist auch schnell. Kommt jetzt zur Benzinlinie. Und? Schauen wir mal, verbessert sich auf die 5, genau. Soyo zockt und hinter Hans. Genau in die Mitte. Sprengt das Alpha Duo quasi. Ja. Sein Teampartner geht jetzt gerade auf die Schnelle. Also Kabe ist raus, also der ist da, der ist in Anzimmer und schafft auch die Zeit nicht mehr, dass er über die Linie kommt. Ja, aber hat ganz knapp die 1.14 verpasst, der Octavia. Siehst du, hab's dir gesagt vorhin. Ja. Suchert ist auch schneller unterwegs wie vorher. Auf den gehe ich gleich danach, beziehungsweise der ist ja direkt hinter Mysterious. Mal schauen, was er noch im letzten Sektor noch finden kann, weil er hat auch viel verloren vorher. So. Letzte Kurve. Da nicht gut. 1.16.8 konnte sich noch ein Stück verbessern, sehr direkt gut. Dahinter der Suradon. Ja. So, dann knappe ist Geschichte noch überall. Schau mal, Jozok, Toto, 1.16.7, 1.16.8.
Schon knapp. Ich glaube, da ist keiner mehr auf der schnellen Runde, oder? Nein, nein. Ich glaube, die haben alle abgebrochen. Zucker Racer, was macht der? Ist auf schnelle Runde, Zucker Racer noch? Kommt jetzt ja, in letzter bin drauf. An. Ah, ist ungültig, ungültig. Ist ungültig, ist ungültig und tut nix. Hat auch abgebrochen. Fährt ja, auch dann, rein, fährt auch rein. Dann haben wir damit unsere Startaufstellung mit Octavia auf 1, FD auf 2, Stefan auf 3, Hans auf der 4, Akrypto Gold auf der 5, Joe sorgt auf der 6, Toto auf der 7, Mysterious, Zuradon und Mausix machen dann die Top 10 voll. Und Mizins Plan ist leider nicht aufgegangen. Ich glaube, der wollte mit den Mediums auf in die Top 10. Ah, stimmt, aber, ja gut, aber kann er trotzdem älter Platz, ja. Glaubst du vielleicht, wäre er vorne gestanden mit Rot? Ja, vielleicht ein Stück. Also ich denke so Suratons Nähe wäre oder Totos Nähe, weil die sind schon alle eng beieinander. Ich glaube, da wäre er schon mit drin gewesen. Aber jetzt müssen wir mal abwarten. Ne, weil die ab Platz 11 können ja eh frei wählen. Ja. Und also Angelo hat echt eine Quali-Strafe gehabt, ne, glaube ich. Ja, weil der gar nicht rausgefahren ist. Und man muss ja sagen, eine 1-Stop ist wahrscheinlich sogar möglich. Jetzt müssen wir noch die 50 Sekunden. Ja, 1-Stop weiß ich nicht. Also es kommt, glaube ich, Safety-Car, glaube ich, 1. Ich glaube, Safety-Car kommt 1-2 Mal, glaube ich. Was glaubst du? Das ist eigentlich schnell passiert. Das ist gerade auf jeden Fall. Wegen der Kurve. Wegen der Kurve 7. Aber die 7? Kurve ist einfach auch mit vollem Tank, ja. Dem vollen Tank ist ja auch nochmal schwieriger. Kurve 7 also, und ja. Kurve 11, gerade dieser Huppel nach der Gegengerade. Aber ich finde einfach die Kurve 2, also 1, 2, die ersten zwei gar nicht so einfach, wenn man den Curb zu hart trifft und noch zu viel auf Gas ist. Ja, genau, wenn man dann, in der Linkskurve den Curb zu weit innen trifft, dann dreht es einen auch gerne raus. Ja. Ja, ich denke, zwei bis dreimal wird es auf jeden Fall kommen. Aber ich sag's mal so, ich habe rausgefunden, die harten Reifen funktionieren hier wirklich gut. Also aber zumindest mit, nicht. Mit meinem. Nicht. Ja doch, mit meinem Setup haben die ganz gut funktioniert, also ich konnte mich nicht beschweren. Ich glaube, ich bin einfach den Reifen vielleicht zu wenig gefahren mit meinem Setup, aber ich habe Kopf nicht direkt dann. So. Aber wir sehen, Red Bull, das Maß der Dinge. Und gleich dahinter kommen der Stefan und der Hans. Jetzt sind dann wahrscheinlich die obligatorischen 5 Minuten. Ich höre mal kurz. Ich habe Discord gar nicht mehr offen. Naja. Obligatorisch sind eigentlich 5 Minuten Pause angesetzt. Wenn keiner drückt und ich hoffe, es drückt keiner. die Fahrer nutzen, um nochmal kurz sich zu erleichtern oder sich ein neues Wässerchen zu holen beziehungsweise noch schnell die Sucht zu befriedigen mit der Zigarette. Und dann gucken wir mal, was da heute geht. Na, mal schauen. Wird spannend. Ich bin auf den Start gespannt. Und auf den Restart auch wahrscheinlich, wenn jetzt so ein, zwei Safety-Car-Phasen kommen auch zum Beispiel virtuell habe ich zum Beispiel eine Durchfahrtsstrafe bekommen wegen Rasen virtuell Safety-Car, im Delta Plus war. Also da ist auch tricky, wenn man da zu viel auf Gas geht, kriegt man die. Also ich habe zum Beispiel das Problem gehabt, dass ich wie bei uns das Safety-Car zum ersten Mal gekommen ist. Ich habe vorher meine Balkontür aufgemacht und habe gesehen, es fliegt eine Schnake hier herum und wollte nicht, dass noch mehr reinkommen. Und habe dann den Pausenknopf gedrückt und meine Balkontür zugemacht. Und genau da, man meint immer, der Computer fährt dann so langsam, wie er soll, aber da habe ich dann eine Durchfahrtsstrafe bekommen. Ja, so ist es. Geht dann schneller, ja, als man mal, denkt. Ich hoffe mal für keinen Fahrer von denen jetzt. Ich hoffe, wir haben alle ein cleanes Rennen und Spaß, weil Sonntagabend. Ja, gerade wenn man dann. Ich hoffe, ein Toto auch, dass er mal weit länger fahren kann als letzten Rennen. Ja, da ist er relativ früh ausgeschieden, soweit ich weiß. Ich glaube, zu früh im Gasboxen Ausfahrt, glaube ich. Aber das passiert eben mal. Das stimmt.
Man muss auch sagen, man muss auch bei der Boxengasse aufpassen. Gerade wenn man in die Boxengasse reinfährt, da ist links die Mauer und man kommt vielleicht ein bisschen zu schnell ran. Da gab es bei uns ein, zwei Leute, die Flügelschaden vorne dran haben? Nicht nur Flügelschaden, also die haben sich auch komplett rausgeschossen. Da, okay. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ja, es geht schnell, Es geht generell schnell in der Formel 1, also. Ja, das also, sowieso. Ich hab da echt Respekt, also, auch wenn es, also, ich, jeder hat da in der Serie angefangen C und es ist, glaube ich, für jeden spannend, dann das Gefühl zu erleben, Qualifying auf, der Puls geht hoch, du wirst irgendwie auch eine gute Runde bekommen, ja, bist nervös. Das ist bei jedem, bei jeder Serie so und es macht Spaß und das ist wie so eine Sucht, wo man da irgendwie braucht und einen gut tut. Und deswegen hoffe ich auf jeden, dass da jeder gut durchkommt. Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, da gerade die Jungs fair. Stecken auch noch sehr viel Training mit rein. Und wenn du dann in der ersten Runde ausscheidest oder in der zweiten, dann ja, bist du erstmal bedient. Ja. Beziehungsweise wenn du in der ersten Runde ausscheidest, weil irgendeiner vielleicht zu spät bremst oder sowas, dann ist es noch ärgerlicher. Aber mein Gott, so ist es dann. Nein. So. Da war so ein Chat los. Ah. Nimash 3, hallo. Go tut nix. Fanclub. Ja, und der Juanito the Best. Was geht? Hab gefolgt. Alles klar, super. Sehr schön. So sollte es sein. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mal schreiben, was euer Top-3-Ergebnis vielleicht wäre. Wer eurer Meinung nach das Rennen auf dem Treppchen beendet? Naja, also die ersten drei gucken Octavia, Pole, P2 ist sein Teamkollege. Genau, der FD. Oh, dann kommt Stefan. Octavia in 0,4 Sekunden abgenommen, ne? Also hat nochmal einen Schlag rausgehauen, wo wir gar nicht gesehen haben, leider. Wieder so schnell. Und P3 ist Stefan mit seinem Renault. Genau, ach, du bist Markus Neffe, okay. Ja. Der streamt immer viel Fortnite. Ja, der aber so Fortnite holt man die Zuschauer her. Ja, so ist es. So holt man die aus, Zuschauer, ne? Ja. Wie viel sind wir eigentlich gerade, Zuschauer? 12 müssten wir jetzt aktuell sein. Sehr gut. Nils, ich glaube, es sind immer Plätze frei. Du musst jedoch erst dich ein paar Runden bei unseren Rookies beweisen, beziehungsweise damit wir sehen, wie du fährst. Deswegen... Aber ich nutze jetzt mal kurz die Stunde oder die Minute und gehe mal kurz mich zu entleeren. Ja, klar. Deswegen da. Deswegen Nils oder Nils. Ich hoffe, man passt es nicht. Bis gleich. Ja, nee. Deswegen am besten mal auf die Internetseite. Ich habe gerade den Link reingestellt. Auf die Internetseite gehen, dort am besten auf den Punkt Infos für Neulinge gehen und dann anmelden. Und dann solltest du eigentlich auch bald eine Nachricht von einem unserer Admins bekommen und vielleicht sogar schon am Mittwoch bei den Rookies mitfahren. Die fahren am Mittwoch ins Spa Francorchamps. Genau. So. Was haben wir denn noch? Ja, jo, kein Problem. Das ist ein Geben und Nehmen bei uns im ORC, weißt du doch. Da wird für jeden auch mal kommentiert. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also der Juanito ist schon mal für Stefan. Und dann haben wir jemanden für Tutnix, aber wo landet, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo Tutnix steht. Ich glaube auf 16. 16, ja, jo, dann viel Erfolg und ich hoffe auf ein paar schöne Überholmanöver. Guten Abend, Charlie, danke dir, danke für das Kompliment, gebe ich gleich so an Marco weiter, wenn er wieder auftaucht. Danke dir, danke. Adelante. Für das Kompliment, gebe ich gleich so an Marco weiter, wenn er wieder auftaucht.
Genau, also Charlie hat uns gelobt, sozusagen. Charlie. Ja. Okay. Dass wir das zwei gut machen. Oder wir zwei das gut machen. Naja, ein bisschen Stimmung reinkriegen jetzt hier in den Zirkel de Catalunya. Ein bisschen Stimmung in den Chat, dass hier noch ein bisschen was passiert. Und Chat, ja. Fährst du bei Marco in der Liga mit? Habe ich früher gemacht. Dann habe Ja. ich nicht mehr ganz so viel Zeit zum Trainieren gehabt. Deswegen bin ich dann zu die Senioren gegangen. Du warst der erste Ansprechpartner. Genau. Ich war der erste Ansprechpartner, war damals Ja. Rennleiter und ja, Kontakt von Marco sozusagen. Ich weiß nicht, ob der Jo auch zuschaut, also der Online. Ich weiß gar Ah, nicht, er weiß wollte ich eigentlich gar nicht. zuschauen, habe ich dir erzählt, ja. Ich hab den getroffen dann. Und er hat gesagt, ja, ich schaue da glaube ich mal rein. Weil er hat schon gehört, dass du kommentierst. Ich weiß gar nicht, ob er da drin ist. Keine Ahnung. Ja, Wenn ich ja, weiß dann es, schöne ich weiß Grüße es nämlich raus. auch gar nicht. Wir waren Wenn nämlich ja, am dann schöne Mittwoch noch Grüße essen. raus. Wo wart ihr denn essen? Im Echo Inn. Okay. War mal am Mittwoch mit den Techniker-Jungs essen. Und da habe ich ihm eben gesagt, dass wir zwei heute kommentieren. Und ich habe ihn danach getroffen, nach dem Essen. Ah, Ein lustiger Zufall. siehst du mal. So klein ist die Welt. So. Ja, so ist es. Wann geht's los jetzt hier? Müsste eigentlich gleich starten. Ne, die Jungs machen schon 8 Minuten Pause. Wird Zeit, dass es weitergeht. Dass wir ein bisschen Ren-Action hier heute Abend sehen. So. Jetzt müssen wir mal gucken, was sind denn die Ziele für heute? Ziel für heute? Ja, gut, stimmt. Wir haben ja eine Umfrage gestartet, das war ein Kommentator-Kollege. Und Genau, der war zu gut, der hat mir die Vendetta. Liste geschickt. Hast du es gerade zur Hand? Ich habe gerade das von Acrypto Gold offen. Der hat Okay. meint, Ziel ist für ihn, heile durchs Rennen zu kommen und nicht letzter zu werden. Ja, ich glaube, da hat er gute Okay. Chancen. Ist er ziemlich im Mittelfeld. Stimmt. Stefan meint für das Rennen. Oder meint generell so, wie lange, was hat er geschrieben? Punkte zu holen, da eigentlich da ganz entspannt geht ran, ganz entspannt an die Sache ran und es steht mit P3 eigentlich gut da. Ein gutes Podium. Ja. Und Nico, oder besser gesagt Octavia, so bescheiden wie er ist er, glaube ich, auch gerade im Chat und hört uns. So bescheiden wie er ist, hat auch nur gemeint, er will in die Punkte fahren, vielleicht sogar in die Top 5. Ich glaube, wenn er jetzt keinen großen Bock schießt oder sich zu arg nervös machen lässt, sollte das auf jeden Fall drin sein. Nils sollte gleich losgehen. Wir warten eigentlich drauf, dass die Häkchen kommen. Aber noch Ja, die lassen kreiselt's. sich Zeit. Bestimmt schadet es wieder an eine Person. Man fragt ab, man weiß nicht, was er macht. Ja, vielleicht hat er eine das Mittagessen nicht ganz so vertragen, wer weiß. Also, ist ja immer so eine Sache. Vielleicht höre ich mal kurz in den Discord rein. Muss ich ihn bloß schnell aufmachen. In der Zeit kannst du ja vielleicht noch ein paar Ziele. Also ich weiß nicht, also wie die Tabelle steht, wer ist Führender? Führender ist, warte, muss ich erst wieder aufmachen. Führender ist Octavia, dann kommt Ah, jetzt Mysterious, geht's los, schau Hans mal. und Stefan. Ja, Octavia, glaube ich, Ah! wird das Ding schon rocken, glaube ich. Jetzt. Was denkt der Chat? P1 bis P3, gar nicht gesagt. Jetzt kommen die Haken, jetzt geht's los, Ja, jetzt Nils. geht's los. Jetzt kommen die Antworten. Jetzt geht's gleich in die Einführungsrunde. Und dann schauen wir erstmal, wie die Kollegen auf Platz 11. Ab Platz 11 starten. Kommt die Einführungsrunde. Genau, da sehen wir noch die voraussichtliche Boxenstrategie mit jeweils zwei Stops. Schauen wir mal, Aber eins zu wer sich bleiben wird dran schon hält. schwierig werden.
Mit dem Gelben vielleicht, eventuell dann mal auf dem Weißen so ziehen, aber ich weiß nicht, ob das Renze unbedingt notwendig ist, das zum Weißen so zu ziehen. Kommt Phasen da, wo. So, dann schauen wir mal, wer. Also. Mizin und Schnitzel sind die einzigen beiden ab Platz 11, die mit Rot starten. Ansonsten alle auf den Gelben. Ja, ab Zucker Racer. Mizin trotzdem auf 11. Platz. Ja, dann verstehe ich nicht, warum er mit Gelb dann auf P11 fährt. Ja, vielleicht will er zweimal Rot fahren, vielleicht. Oder wollte sich einen Roten noch aufheben für die Safety Car Phase. Ja, wenn ich lieber den mit Gelben losgefahren hätte, mit Roten genommen, dann nach dem Selbstgefahr, aber gut. Er weiß, was er macht. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Oh, das ist. Also, dein Neffe hat einen wirklich spannenden Tipp abgegeben. Da bin ich mal gespannt, ob das so eintrifft. Uiuiui. Ja, man weiß nicht, was passiert im Rennen, ja. Wenn Stefan einen guten Start hat, kann er vielleicht die Red Bull gefährden. Rennpace ist wichtig. Aber nicht weit weg auf eine Runde und gucken, wie die Rennpace ist. So. Beim Start gehst du dann weiter hinten ins Feld. Ich gehe auf P3. Schau ein bisschen vorne. Ich gehe auf Toto. Gucken, wie die Kamera dort ist. Genau. Ganz viel sehen. Ich hoffe, hier schaltet es noch um. Jetzt. Aber wer lässt sich da so Zeit? Angelo lässt sich Zeit, oder? Hat sich noch jemand gedreht? Ja, Lasmelue hat sich noch gedreht in der Aufwärmrunde. Der trudelt da als erst rein. Ja, die Kamera müsste sich gleich noch ändern. Ja, ich gehe mal onboard drauf. Da gucken, wie es ausschaut. Die Kamera müsste sich jetzt gleich noch ändern. Auf Toto ist er gespannt. Ja, so. Jetzt hat sich meine Kamera geändert. So, die Ampeln gehen an. Und der große Preis von Spanien startet. Oh, da hinten scheren sich schon alle aus, aber Octavia hat einen sehr guten Start, genauso wie Stefan. Ja, Octavia kommt gut weg. Stefan schiebt sich auf verliert jetzt die Position wieder. Da müssen sie sich, lassen sie sich aber gut Platz. Tabe vorne weg. Ja, hinten schert jemand aus. Aber ziemlich zivilisiert hier alles. Ja, schön fair. Und Stefan konnte seinen guten Start, beziehungsweise den verpatzten Start von FD nicht wirklich nutzen. Schade. Also, was ist da passiert? Hast du das gesehen? Ja, Lasmilue hat sich, glaube ich, rausgedreht. Okay. Ich schau mal kurz, ja. Hat sich rausgedreht. Oder hat einen Schlag bekommen, eins von beiden. Flügelschaden vorne links, ja. Haben wir leider nicht drauf gehabt. So, gehen wir mal ein wenig ins Mittelfeld. Mizin macht schon mal einen Platz. Oder nein, hat sich wieder vorgekämpft auf seinen 11. Platz. Slickser meint, go Angelo, der wird es in die Top 5 schaffen. Ja, da hat er ein bisschen was vor sich. Jetzt sehen wir nochmal eine zweite Ja, und Angelo Strategie. Ist auch der Gewinner der Starten. Drei Positionen vorne. Ja. Suradon hat zwei Plätze gut gemacht. Boah, Suradon. Verloren, leider, Toto. Boah, was ist da los? Was ist mit Stefan? Achso. Ah, nee, das ist wieder dieser Anzeige-Bug. Weil Stefan ist an FD vorbei, wird hier aber in meiner Liste gerade auf Platz 6. Nicht weit weg von Akku Gold. Nicht weit weg. Ja, Anzeige Park Tutnik ist der erste bei mir, das kann nicht sein. Ja, das. Damit müssen wir jetzt heute Abend leider wieder leben. Ja, damit ist es wieder richtig bei mir. Also. Ja, aber Stefan ist an FD vorbei und versucht jetzt gleich auf Octavia aufzuschließen. So, wir gehen nochmal auf den. Null kommt raus mit Superdon. Wo ist der Jo? Oh, Jo ist in der berüchtigten Kurve 7. Oh, hat er sich vertan? Wie? Ja, hat sich, glaube ich, vertan. Hat sich einen Flügelschaden geholt. Ja, Flügelschaden vorne. Ah, das ist das. Die Kurve ist
Tricky. Stefan schon mit den ersten 3 Sekunden. Lasmi Lue war in der Box. Schauen wir mal. Es ist noch kein DRS erlaubt. Der Verhausen passiert jetzt auch. Der ist 5. Welt zweimal. Naja, der hat irgendwo einen größeren Schnitzer drin. Nee, aber irgendwo größeren Schnitzer. Suradon. Ja, das war die Wiederposition bleibt gegen Surade fast. Versucht zu überholen. Na, da geht's rund. Ja. Ah, Mysterious hinten dran an Mausix. Ups, falsche Richtung. Ah, da ist alles eng. Und ich glaube, Crypto kriegt langsam Druck, weil der zieht einen Zug hinter sich her. Oh, leichter Schlag. Sucher hat verliert sein Auto. Auto verloren. Crypto. Aufgegeben. Sektor 2 gelb, mal gucken, ob 60er rauskommt. Ja, da hat er einen Schlag abbekommen, zu zweit durch die Kurve, wird ein bisschen... Und drauf, hat man eigentlich recht gut gesehen. Wird ein bisschen schwierig, ja, wird der Safety Car. Safety Car. Ah, schade. Ja. Schnitzel, 5 Sekunden, ne? Schnitzel mit der 5 Sekunden Strafe. So, schauen wir mal, ob schon irgendjemand an die Box geht. Was mit Toto passiert? Habt ihr im ORC auch ein paar E-Sportler? Ja, in der Sim 1 sind ein paar dabei. Ich glaube, Toto hat einen Flügelschaden. Ja. Ich bin aufgefahren auf irgendeinen. Kommt mal drauf. Ja, vorne rechts. Geht jetzt auch in die Box. Genauso wie Joe Zockt und Sternbill. Die holen sich beide den. Ärgerlich. Oh, Jo geht noch. Mann. Schauen wir mal, was sich der Joe gewesen. Holt. Ah, wie ist einmal direkt nach vorne, Platz 7, Suradon. Es geht doch wieder weiter, Restart war auch wieder. Ja, ich gehe gleich mal wieder auf Mysterious. 2,2 Sekunden weg. Juanito, wir haben zum Beispiel den Lamarquina. Der ist auch schon bei so Formel 1 Events mitgefahren. Von der E-Sports Formel 1. Und war da, glaube ich, sogar in London bei diesem Draft, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Ja, und Slickster schreibt im Chat, Marco, schön, dass du da kommentierst. Ja, wo ist er denn? Ich dachte, er fährt in der Liga mit, C2. Ich weiß es gar nicht. Haben wir Ersatzfahrer dabei? Soweit ich weiß, gab es diesmal keine Ersatzfahrer. Dabei ist, ich wollte mal sagen, was mit ihm los ist. Aber jetzt gerade in der C1, weiß ich jetzt gar nicht. So, jetzt sind wir auf der Geraden. Jetzt schauen wir mal, was die drei hier machen. Oh, Mausix macht sich breit und bis jetzt kann keiner profitieren. Oh, Flügelschaden beim Suradon. Konnte auch nicht ausweichen. Schade, mal schauen, ob sie ihn recht leicht beeinträchtigt, aber da war wenig Platz bei denen. Flap fehlt, dann wächst noch nicht, vielleicht der Wettzweig in der Linkskurve gleich. Ja, da muss er jetzt langsam tun, weil sonst haut sie ihn raus. Beide Mercedes mit Flügelschaden. Ja, das ist ärgerlich. Also, ich sag dir, Suradon ist ein Kandidat, der den harten nimmt. Ja, also, der geht jetzt rein in die Box und jetzt okay, scheiß drauf, jetzt nimmt den harten. Und dann also ich glaub, ich hab ihn nach vorne. Das Rennen ist noch lang, das ist jetzt ein scheiß Beginn, aber vielleicht, mal gucken. Ja, ich habe noch kein Rennen, glaube ich, vom Suradon erlebt, wo er den harten nicht genommen hat. Ja, das ist gleich das. Medizin geht vorbei. Ah, nee. Ich habe jetzt noch zwei Flügel noch drauf, also. Und dann. Ist alles auch da, schnell in die Box zu kommen, dass er nicht so viel Zeit verliert, aber. Ah, okay. Slickser ist der Teamkollege von Angelo. Dann ist Lasmi Lue heute wahrscheinlich. Ersatzfahrer, Sektor 2 gelb, das dürfte ja, Lasmi Lue sein. 16. Na, ja, Suradon geht gleich in die Box. Tut auf P11. Geh mal wieder auf Mysterious, er konnte die. Schaut eigentlich vorne aus. Die sind ziemlich weit auseinander. FD ist dran an Hans. Okay. Ja, stimmt, ja. Da, was habe ich gesagt? Schau mal auf Suradon.
Schau mal auf Huberton. Also wenn der in dem Rennen den Harten nicht nimmt, dann ist es kein. Dann glaube ich auch zugehört wahrscheinlich, ja. Also, ja, okay, ich mach's. Dann, also wenn der Huberton nicht auf Hart geht, dann ist es kein Rennen vom Huberton. So, DRS-Zone jetzt. FD gegen Hans. Ist er nah genug? Ah, der ist zu weit weg. Also wenn du auf der kurzen Gerade nicht nah genug dran bist, kannst du es vergessen. Und auch auf der FD gegen Hans und auch auf der langen Gerade, gerade in dem Spiel finde ich, ist Fettfahren und der überholt. Schaut mal auf FD dran, auch drauf. Ja, da bin ich. Oh, jetzt saugt er sich dran. Ja, aber wenn der Hans jetzt auf Überholen drückt und sein Benzin auf Fett stellt, dann hast du fast keine Chance. Schnell auf der Geraden, der Eiser. Ja. Dann hast du nämlich fast keine Chance. Ich gehe mal auf den Hans und mach mal die Telemetrie an. Ja, der hat gerade Überholen benutzt, so wenig ERS wie der gerade hat. Der muss das erst wieder aufladen. Ja, FD hat noch Reserven, FD. Vielleicht jetzt auf der nächsten Runde. Und noch drauf, bleibt da nicht dran. Ja. So, ich habe das Feld hinten und ich glaube, der Anzeigebug ist jetzt auch weg. Ist weg, ja. Schaut so aus. Sektor in Gelb in Sektor 1, da hat sich ein Force India Racing Point. Ist der jetzt schon ganz schön dran, jetzt FD? Berühren sie sich ein bisschen, oder? Sehr gut. Nee, es ging war sauber. Hat er noch gut gemacht. Ist eigentlich dran, also ich glaube jetzt verfällig. Jetzt ja noch gut hier die Kurven. Dann wird schon schön den Schwung mitnehmen. Jetzt gut, er kommt. Ja, jetzt ist er. Ich habe gerade von machen wir mal von Gerhard noch. Ah, der fährt auf Überholen. Bleibt mal auf FD drauf. Ja, ich bin gerade, weil jetzt wird's was, weil ja. Hans hat kein Überholen mehr, hat kein ERS mehr. Ja. Jetzt war er fertig. Und es ist so unglaublich. Das ist eigentlich wichtig. Und es ist so unglaublich schwer, dieses ERS wieder aufzuladen, dass es reicht. Eigentlich. Ja, wenn es. Jetzt, wenn er mal vielleicht Hans jetzt sein ERS wegen Spaten dranbleiben kann, kann er das Gleiche machen. Ja. Jetzt hatte ich ein schönes Battle mit Framea beim Rennturnier. Wir haben uns da hin und her gebettelt, durch zwei, drei Mal. Am Ende hat er dann. Oh, und Zocker Racer hat sich gedreht, Flügelschaden geholt. Muss auf jeden Fall an die Box. Huberton ist nach seinem Flügelschaden mit Weißer auf 13. Klöte dran. Vor allem sein Vorteil ist halt jetzt, er kann ziemlich lang fahren, jetzt auch wenn ein Safety Car kommt. Kommt der an Klöte ran oder bleibt er auf seiner ersten Runde gerade gewesen? Ja, er kommt schon ran, würde ich sagen. So, Mizin ist dran an Mausix. Danke, Juanito, fürs Austen. Okay, der macht Sachen, ey. Jo, zockt. Werden sauber, das sind eigentlich. 4.14 gerade. Deswegen gefangen. Na, ich bin gerade auf Mizin. Dahinter ist Angelo mit den gelben Reifen. Ah, Mizin geht außen vorbei. Ah, sauber, geht, sauber. Geht. Und Angelo ist jetzt nochmal hinten dran, hinter Mausix. Schnupft er beide jetzt oder nur einen? Also einen schnupft auf jeden Fall. Ja, ich glaube, Angelo geht gleich jetzt an Mausix vorbei. Ja. Macht das? Nein, das ist schwierig. Ah, doch, komm, ist schon innen da, ist gefährlich. Ja, da muss man sich Platz lachen. Da berührt er sich leicht. Der schickt ihn aber nach außen. Der mit mir nicht heute. Alter, jetzt. Ja, gerade da kannst du nicht zu zweit durch. Aber da geht er wieder raus. Auf seinem Battle sauber. Hart, aber berühren sich. Haben eigentlich keinen Schaden davon getragen, alle beide. Das Virtual Safety Car, was ist passiert? Virtual Safety Car? Ist irgendjemand rausgeflogen? Ich sehe es nicht. Oh, doch ein Mercedes. Zurat und Flügelschaden. Boah, ey. Wo hat er den jetzt geholt?
Das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht in der ersten? Ja, aber das ist ansonsten. Ja, kann er gleich wieder in die Box. Oh, und es hagelt Durchfahrtsstrafen. Also Klöde und Schnitzel haben jetzt welche. Die fahren alle so schnell. Sag ich doch, hab ich ja gesagt, die fahren alle so Strafen. Ja, gerade in der Schikane dahinter musst du fast stehen bleiben. Ein Jozok geht vorbei und so, dann ich glaube, das haben sie auch da abgesprochen. Ja. Ich bin jetzt wieder bei. Ah, schade, Surat und so. Und schauen wir mal, wie lange Angelo braucht, um. Ding zu Ende trotzdem. Wie lange Angelo jetzt braucht, um auf Mizin aufzuholen. Was mit Louis hinten hinter Sterndl, der Satzfahrer von Stixler? Nee, der Satzfahrer von Stixler? Angelo und Lasmi Lue ist der Ersatzfahrer, aber der ist eine Sekunde jetzt weg. Ah. Ja, holt aber ein bisschen auf. Können wir gleich drauf. Ich warte jetzt noch ob auf der Geraden, ob Angelo nah genug Louis rankommt, vier, verbremst Louis sich. Dann fehlt dran, also wenn er netten Sektion weit dran bleibt und. Aber hat kein ERS, hat wenig ERS, leider. Vielleicht auch überholen jetzt, ist eigentlich so clever. Ja, ich geh mal drauf, auf Lasmi Lue. Bei Sternl ist komplett voll, also 20%. Und Zocker Race hat sich auch wieder gedreht. Nee. Schauen wir, ob der irgendwie einen Schaden, auch wieder Flügelschaden war, gerade erst in der Box. So. Lasmi Lue ist jetzt echt dran. 0,5. Lasmi Lue. Man denkt, ich bin irgendwie betrunken. Lasmi Lue. Lasmi Lue. Das für ein Name. Oh, ist aber echt dran jetzt. Ist jetzt schon im Heck. Ja, das reicht locker, ganz leicht. Fährt jetzt vorbei innen und schert dann gleich wieder ein. Oh, doch, aber dort Haas ist schnell auf der Geraden. Jetzt erst, ganz also spät. Aber auch kein ES hatte. Oh, auf den letzten Drücker. Ja, aber ich glaube, der Haas gibt einen kleinen bei. Ja, ich glaube, der ist auch mit dem Megeladen, wenn er jetzt wenig spart. Vielleicht Gegenattack auf der nächsten Gerade. Wäre verwundbar auf jeden Fall. Wenn er so ein ES im Stand sieht. Aber jetzt kann wegziehen einen, die Angelo. Wenn das mit dem Blut kann wegziehen, ja. Oh, Angelo, wie schaut's da aus? Ist dran am Mizin, geht jetzt auf die rechte Seite, geht innen rein und kann überholen. Ja, sehr gut gemacht. Macht das sehr gut. Hat jetzt, glaube ich, auch. Na, ja, der Elf, der ist von hinten gestartet, Angelo, der hat Durchfahrtsstrafe gehabt. Also, ja. Hat jetzt auch schon 12 nicht Positionen schlecht, gut gemacht. Also, ja. Natürlich, Quali-Strafe hat er gehabt, Quali-Strafe. Ja. Also. Starkes Rennen, also der holt auf, also ich weiß nicht, vielleicht, das Rennen ist noch lang, aber ob der das noch ganz nach vorne arbeiten kann. Ich weiß nicht, wie lange halten die die roten Reifen. Was war der? Die roten. 15 Runden sowas. 16, Runden. Ja. Wird bald Zeit für die ersten Boxenstops. 11 Runden jetzt gerade. Plus Quali Runden 3, also sind schon bei 14 Runden, mal schauen. Zocker Racer hat sich glaube ich schon wieder gedreht. Und da steht ein. Da stand zumindest gerade ein Ferrari auf der Geraden. Und Stefan ist in der Box, genauso wie Hans. Und Mysterious. Sind die ersten mit roten Reifen. Hans, genau. Hans mit roten Reifen. Stefan geht auch natürlich auf die gelben. Die gehen jetzt natürlich alle auf die gelben. Naja, was macht Angelo? Ne, ist nicht vorbei. Ist dritter. Ja. So. Da wir aber. Ist noch gut unterwegs mit den roten Reifen. Jetzt bin ich gespannt, was FD macht, weil der müsste jetzt eigentlich nachziehen oder er bleibt noch draußen, wenn er noch schnell fahren kann. Ah, und Zocker Racer, ich glaube, da sind die Reifen zu kalt.
beziehungsweise ja, jetzt zu warm. FD holt eigentlich jetzt gerade auf Immortal-Level auf. 0,7 jetzt gerade schneller in der Runde. Ja, jetzt ist die Frage, wer von den beiden als erster in die Boxengasse geht. Wie sie sich abgesprochen haben. Ja, fährt schauen wir gut. Mal, Octavia fährt weiter. Und FD, schauen wir mal, ob der weiterfährt oder. Na, der geht ja, in die Box. Also die Inlet. Genau, ich gehe mal auf Stefan und schau mal, ob der ihn überholen kann. Oh. Angelo ist jetzt gerade im letzten Sektor Infield. Glaubst du, er kommt vorbei, Angelo? Angelo ist, glaube ich, in die. Nee, das war lass mich in Ruhe. FD ist gerade Boxenausgang. Ja, also das wird eng. Ja, doch, er ist vorbei. Ja. Noch mehr Positionen auf. Ah, hat nicht ganz gerannt und ich glaube, Zocker Racer ist raus. Ja, die ist ja schon verlassen. Wow. In der Boxengasse. Also Stefan mit gelben Reifen ist jetzt vor ihm. Ja. Da hat die Inlap nicht viel gebracht. Ja, aber trotzdem stark. Und gucken, ob Stefan kann auch aufholen auf Angelo. Ja. Ist, glaube ich, dran. Ja, und FD wird jetzt ein bisschen aufgehalten von Mizin, der noch nicht an der Box war. Mhm. Da müssen sie langsam Stefan, machen. Zu Stefan attackiert Angelo. 0-9. Frischen Gaten. Und Octavia ist jetzt an der Box. Jetzt schauen wir mal, ob es gereicht hat. Aber die werden hier alle aufgehalten. Auch FD tut sich schwer, hier vorbeizukommen. Ob Angelo vorbeikommt, das ist auch wichtig. Angelo von ganz hinten und bevor kommt mit seinem Reicht nicht. Nee, weil der ist weg. Jetzt halt erst in der Schikane. Gibt alles, aber. Nee. So, FD geht jetzt gleich vorbei an Mizin, genauso wie Stefan an Angelo vorbeigeht. Ja. Das sieht man jetzt. Das ist jetzt wichtig für Stefan, dass er gleich vorbeigekommen ist, nicht auf Octavia. Versuchen, die Zeit gut zu machen. 6,5 Sekunden, wo er hat. Ja. Und mal schauen, ob Angelo dranbleiben kann. Trotzdem stark, also Angelo von ganz hinten mit dem alten Gelben auf P3 gerade. Wir gucken, was er sich gegen FD 2000 dann auch wehren kann. Mit Ziel mit seinen alten roten Reifen fährt und zieht den Stint ganz schön lang. Das stimmt. So, sind hinten irgendwelche. Ja, hinten hat sich das Feld ein bisschen entzerrt. Tut nichts dran. Schnitzel in der Box. Schauen wir mal. In die Position. Bleiben mal auch bei Angelo drauf, weil der kriegt gerade Druck von hinten von FD. Boah, zeigt sich ja schon heftig. Hinten wird schon ganz schön groß. Wir gucken jetzt, ob er sich wehren kann. Hat kein DRS. Ich glaube, das wird schwer. Nee. Oh, und Zuradon hat die Session aufgegeben. Oh, wo steht er? In Kurve 2. Ja, lad ihn mal ein. Die arme Sau. Oh Mann. Scheiße. Boah, und wer hat sich da. Ach ne, das war noch das Auto von Zuradon. Wir ziehen mal nutzt das Safety Car und schauen wir mal, ob er es nutzen PlayStation kann. PlayStation einladen, ja, oder? Genau, so, dann schauen wir mal, was der Suhr dann zu dem Ganzen sagt. Mann, wieder virtuell Safety Car, also kein richtiger Safety Car. Das wäre jetzt für Angelo richtig gut gewesen eigentlich. Das ist jetzt schade für ihn. Stanley in die Box. Ja. 10 oder einen roten. Nutznießer von dem Virtual Safety Car ist jetzt auf jeden Fall. Superdon ist da. Ah, und der Gute hat ja bestimmt seine Stimme zugelassen. Nein. Immer durch uns. Marco, servus. Wenn du willst, darfst du übernehmen. Ja, so oder servus, was passiert? Zehnmal. Ja,
Was soll ich jetzt großartig sagen? Erste Kurve, Curb gekommen, zu früh aufs Gas und nur noch Zuschauer vom Auto gewesen. Ja. Das übliche Leiden halt, wenn du in Spanien auf den ersten Curb gleich so meinst, du kannst gleich Gas geben. Das habe ich angesprochen auch, ne, vom Rennen, ne? Danilo? Ja. Die zweite Kurve. Die Kurven. Ja, zu abgenommen und dann war es weg, ja. Da habe ich auch vorhin schon eine Foto schauen können, weil ich mit Weißen unterwegs war. Ja. Aber dass mir jetzt nochmal mit den Gelben so, da so raustritt, das war irgendwie so. Ja, komm, abhaken. Abhaken. Trotzdem, wie ist das Qualifying für dich? Warst du da zufrieden eigentlich einigermaßen? Ja, nein. Wir sind davor. War ja nicht knapp, war ja eine knappe Geschichte, ne? Also zwischen Toto und so. Seid ihr in der Party gewesen jetzt hier? Ja, gemeinsam? Ja, wir sind die ganze Zeit in der Party. Wie war die Reaktion? Du, Toto und ich, wir nehmen uns eigentlich fast nichts hier von der Zeit. Weil ich war bloß ein bisschen sauer, ja, auf mich selber. Aber knapp. In meinem zweiten Stint, glaube ich, als ich draußen war, hat es mir angezeigt, Sektor 1, Sektor 2, absolute Bestzeit. Und dann ist man, keine Ahnung, Ende Sektor 2, die eine Linkskurve, wenn man dann fährt, ganz mal auf die Bremse gegangen und auf einmal ist mir das Auto gestanden. Naja. Dadurch habe ich über eine Sekunde verloren. Passiert. Ja, klar. Also zum Stark abhaken. Nächstes Spa liegt hier, Strecke Spa. Nein. Ja, üben. Spa ist nicht einfacher. Musst du üben, das ist das Problem. Viel einfacher. Also, ja, musst aber wieder. Ich kann, Spa musst du zwei Setups basteln. Wirklich eins auf Regen und eins für Trocken. Ich kann schon mal sagen, die Orange ist wesentlich einfacher. Das wie letztes Jahr. Ja. Oh, mit Zinge dann tut nichts vorbei. Ja, die ist auf jeden Fall einfach. Du kannst da Vollgas durchbrettern, auch mit einem vollen Tank musst du vielleicht kurz mal vom Gas, aber ansonsten. Ja, am einfachsten war es immer noch im 18er, da hast du wirklich, egal Regen oder Trocken, du hast die wirklich Vollgas nehmen können. Ja. Sag mal, hast du mich eigentlich vorhin gehört, als ich gesagt habe, dass du ein Kandidat bist, der auf jeden Fall hart nimmt? Nee, das habe ich nicht gehört. Wir haben alle beide gewusst, dass du hart nimmst. Ey, du bist das ganz klar. Ich mag den harten Reifen. So, oder magst du lieber hart? Ja, sicher. Was will ich denn mit weich? Ich bin kein Mädchen, weich. So. Okay. Na ja, gut, bleibst du noch drin? Guckst du noch ein Toto zu? Gibst du noch ein Feuer in den Arsch? Ich bleib bei deiner Party, musst du zurück, bin Host. Okay, ja, dann pushen wir nach vorne. Punkte holen. Jungs, danke fürs Kommentieren. Ja, kein Problem. Ja, kein Stress. Also, mach's gut. Bis dann. Ciao. Danke, ciao. So, FD ist am Stefan dran, überholt ihn. Ah, da gehen sie beide durch die Kurven durch. Eieieiei. Vor allem Stefan muss ein bisschen aufpassen, der hat schon ein paar Strafen gesammelt. So, was ist jetzt da hinten los? Wer ist da so langsam? Mysterious ist ziemlich langsam. Hat aber keinen Schaden. So wie ich das sehe, ne? Der war ziemlich langsam unterwegs nach der Schikane. Hoffen wir mal, dass er jetzt ein bisschen dranbleiben kann, dass ein bisschen Action hier ist. Weil ansonsten hat sich alles ein bisschen auseinandergezogen. Octavio ist 8 Sekunden vor FT, sein Teamkollegen. Ja, Stefan muss halt. Der muss halt jetzt gucken, dass er dranbleibt. Ja. Angelo 5,5 Sekunden hinten dran mit seinem alten alten gelben Satz. 18 Runden schon drauf. Boah, und Tutnex hat die Session aufgegeben. Oh, wird er virtuell Safety Car. Jetzt geht er in die Box. Angelo, richtig gute Situation gerade für die Hat er richtig gut erwischt und Tutnex hat sich rausgedreht in Kurve 8. Hat er das Auto weggeschmissen. Schade für Tutnix. Nils, ich glaube, das wird nix. Bei Tutnix. Das wird nix heute. Schade. Hast du ihn auch im Vorlesen? Nee, leider nicht. Musst du, wenn, dann manuell suchen. Kam natürlich jetzt richtig gelegen Part für Angelo. Part ist offen, man kann nicht joinen. Was er möchte. Angelo hat jetzt gerade mal 2 Plätze, glaube ich, verloren. Durch das Virtual Safety Car.
hat sich jetzt. Hat sich jetzt die Gelb nochmal geholt? Ja. Zu früh aufs Gas. Zu früh oder halt zu wenig Bremse, weil es gibt ein paar Stellen auf der Strecke, wo du komplett stehen bleiben musst fast. Ja, aber komisch, dass er erst wenn es losging, dass sie die Fahrschau bekommt, deswegen war das eigentlich schon so. So, hier, Stertl ist an Klöde dran mit den harten Reifen. Ah, Klöde kommt hier aber auch weit raus, schaut nicht drauf. Ah, grenzwertig, das Ganze. Grenzwertig. So, gehen wir mal wieder auf den Angelo, der müsste. Oder bleibe ich auf dem Stertl? Ne, der hat zurückgezogen. Wer ist das? Ne, wer ist das? Ach, das ist der Geist, das ist Melu, der gepostet. Genau, also ich bin jetzt mal bei Angelo drauf, der ist am Mizin dran. Schauen wir mal, wer es jetzt besser nutzen kann. Angelo natürlich mit den frischen Reifen, während der Hans die Durchfahrtsstrafe antritt und dadurch zwei Plätze verliert. Ja, ah, und Angelo geht locker an Mizin vorbei. Ja. Und dann hinten dran Hans. Genau, der Joe ist auch wieder in der Box. Durchfahrtsstrafe oder? Ja, Durchfahrtsstrafe. Ah, war gerade so weit, so gut vorne. Der gute Jo. So, Schnitzel und Klöte sind dicht hinter hinter Sternl. Die mussten jetzt alle ein bisschen Platz machen, beziehungsweise langsam machen, wegen am Überrunden. Ja, mit 7 Wetter war auch dran an Angelo, 0,8 und dann. Ja, hat jetzt den Hans hinter sich. Da wechsle ich gleich mal drauf. Weil die sind gleich auf der Geraden. Oh, und jetzt könnte der Toto auf jeden Fall Gas geben, weil jetzt ist er hinter seinem alten Teamkollegen und vor dem will er ja auf jeden Fall landen. Ja, das stimmt, er geht im Platz 9. Ja. Wird er auf den gleichen Reifen, 16 Runden ein. Ist ein bisschen schneller, glaube ich, wenn ich cool. Wobei, wenn ich die Abstände anschaue. Ah, die bleiben ziemlich gleich. Ja. So, ich bin jetzt am Hans dran, der kommt nicht am Mizin dran. Kommt nicht ganz vorbei an Mizin. Schau gerade ein bisschen durchs Feld durch, aber eigentlich nur Hans, jetzt gerade eine Schlagdistanz zu irgendeinem Produktionskampf. Ja. Wir ziehen jetzt, der gibt aber auch Gas. Die Reifen sind 5 Runden alt, also um 8. Gegensatz zu Hans. Ja, der würde der mit 10 keinen Platz machen. Das ist. Nee, also Kampf. Legen Taktik eigentlich drauf. Die 2. Ja, aber Hans ist deswegen so weit hinten, weil er einmal so Durchfahrtsstrafe hatte. Ja. Und trotzdem ist gespannt, ob Mizin sich der verteidigen kann. Gegen Hans. Ich schau mal kurz auf die. Ja, Hans hat jetzt 36% und Mizin auch so viel. Auch nicht gleich. Mal gucken. Es könnte spannend werden. Der ausschlaggebende Punkt könnte jetzt hier DRS sein, ja. Ja, Mizin hat auch keins von Angelo. Er wählt den Windschatten von Angelo, aber das wird. Das wird knapp. Jetzt geht er, setzt er sich daneben. Ja, jetzt vorbei. Und mir zieht es dann keiner, wo er auch dann irgendwie mit die Tür. Nee. Das nicht. Also das ist ein fairer Fahrer, der Gute. Kann schneller. Kann besser raus und Exit und dann durch den Windschatten hast du eigentlich keine Chance. Ja. Nee, der ist. So, Toto verliert auf dem Joe. Angelo verbremst sich leicht, macht aber nichts. So, haben wir noch irgendwo einen Kampf? Nee, sind wir hier eigentlich in der spannendsten Gruppe. Mizin ist hinter Hans immer noch, 0,6, 0,7. Schnitzel ist 1,4 Sekunden hinten hinter Sterndl. Also das ist alles ganz entspannt. Mizin aber ist trotzdem jetzt dran an Hans. 0,7, der ist im letzten Sektor, kommt so an jetzt.
waren jetzt auch, bis auf Klöde waren jetzt auch alle schon in der Box. Ja, kommt besser raus aus dem Wechsel jetzt hier. Ah, gelb in Sektor 3, das war Lasmi Lue. Oh ja, hat verloren das Auto. So weit weg. Ah, ich glaube, wir bleiben einfach mal auf dem Hans drauf, weil der macht gerade Jagd auf dem Angelo. Gute Gruppe hier. Wir ziehen es auch noch dran, als Sekunde abstand. Also wenn die zwei Sekunden bekriegen und der so schön dran bleibt, dann kann er auch. Könnte der Nutznießer sein, ja. Er könnte gleich dran sein. Ob Angelo dann so sich verhält wie Medizin, so brav dann da im Vorbeifahren ist, das wird sich gleich zeigen. Jetzt ist er nämlich in Schlagdistanz. Aber Angelo hat eigentlich die frischeren Reifen, also. Aber das ist aber spät. Oh, was will ich denn mit dieser Heckkamera? Mach die Heckkamera weg. Ja, ist echt. Hans ist jetzt schon dran. So, jetzt schauen wir mal, ob er gut raus. Er kommt dann nicht so. Doch, ja, kommt reicht, gut raus. Und Angelo fährt schon Kampflinie. Ja, aber kommt nicht vorbei. Ne. Ja, ich glaube, versucht ihn jetzt noch ein bisschen in den Fehler zu. Oh, jetzt verliert das Auto. Ich wollte gerade sagen, der Hans versucht ihn ein bisschen in den Fehler zu locken, aber stellt selber das Auto quer. Fährst du quer, siehst du mehr. Bloß nicht bei der Formel 1 eigentlich. Die Fahrer sind noch da, 15 Fahrer von 18. Ja, 14, 18, weil Zockerracer hat die Session nämlich ja, schon. Ja, genau. Ja, weißt du, was gut wäre? Was denn? Ein Safety Car. Oder Regen. Tut nichts, ist jetzt erst raus. Ja, das ist gefährlich. Ja. Jetzt ein Safety Car? Jetzt ein Safety Car wäre eigentlich ganz geil. Ja, nee, aber. Na, ich glaube, da haben wir kein Glück. Da haben wir einfach kein Glück. Zum Glück nicht. Sehr schade gewesen. Für die Spannung gut, aber für ein paar wäre ich würde denken, nein. So ja, aber wir wollen ja ein spannendes Rennen. Ja, ne? Ja, stimmt, der Hans der ist jetzt hier in Anstellung und dran. Schafft wieder nicht. Nein, also der war zu weit weg Anfang der Geraden. Aber du weißt ja. Aber Anstellung macht auch ein gutes ES-Management, muss ich sagen. Also der hat immer noch 50% und Hans 6% und das macht, glaube ich, dann am Ende doch auch. Also er fährt, glaube ich, wenig Flügel, Angelo. Vorne auf der Geraden. Na. Kann sich irgendwie erst da echt gut verteidigen. Das stimmt. Oder Hans zu viel. Oder Hans zu viel vielleicht. Seiner 97 Alfa Romeo. Sein altes Auto. Wieder schönes Design. Ja, schauen wir mal, wie lange sie sich das antun. Die zweite italienischen Rennscheiß. So. Er ist dran, aber. Ja, jetzt wird es drauf ankommen. Ja, aber Angelo 70% ERS. Er wird es hier nicht schaffen, weil Kanzler 20%, also ist Mitte der Grad ist weg. Also er zieht jetzt schon weg, das siehst du jetzt schon. Er fährt nicht mal auf 3, sondern ist auf 1. Angelo zieht sowas von weg im letzten Sektor. Aber wie wir jetzt kommt er langsam, das ist wieder zu weit. Nein, zu spät. Also es ist schon mutig vor Angelo, dass er da gar nicht irgendwie ES einschaltet. Er schaltet jetzt ein, bis er im achten Gang ist und dann macht das wieder aus. Habe ich gerade gesehen. Das habe ich das nämlich auch schon gehört, vorbei, ja. dass du beim Kurvenausgang den Knopf drücken sollst fürs Überholen, bis du im siebten, achten Gang bist und dann kannst du es eigentlich wieder ausmachen, weil dann hat er hinter dir eigentlich fast keine Chance. Ja, der macht es auch an einem holten Rutsch, das war mir schon.
ganz am Ende kam ich rangeschossen. Hätte ich nicht darauf gedacht, der ist ausgeschaltet vorher. Ich bin noch dran, aber Tom Hahn sitzt immer noch dran. Also, wieder Sack. Oh Mann. Ja, ich glaube, der muss einfach bloß ein bisschen dranbleiben, ein bisschen ERS ja, aber sammeln. Zu, dass die bei 70%, also 80%. Ja. Also. Das ist weg, ja. Also, der mit DRS kommt er zwar ran, aber. Nee, also der muss. Macht, das macht er schon stark, also. Der müsste ein paar Runden sparen und dann vielleicht mal. Aber ich glaube, dann zieht er weg. Der zieht jetzt schon ein bisschen weg, wenn du anguckst. Weil du sehen, wenn die Reifen auch wegen sich. Der auch kaputt macht. Also, so heiß wird. Wir kommen um 9 jetzt. Oder bewusst vielleicht den absetzen lässt. Wie du schon sagtest, da vielleicht so eine Cooldown-Runde zu machen. Den zu sammeln. Ja, halt auf jeden Fall versuchen dran zu bleiben. Ja, servus Vendetta! Grüß dich! Hola amigo! Hola amigo! So. Hans wieder dran. Ah, wieder nur 20% ES. Du sagst, es wird wieder nicht klappen, weil Hans schon wieder 70% lang, hat. Langt wieder nicht. Nee. Auch in der PTA, schau, jetzt rutscht er schon. Ja, zu früh das ERS eingeschalten. So, Klöde geht an die Box nach 26 Runden. Ich glaube, der fährt eine 1 doch. Ah, nein. Ah, langt nicht. Ich war näher dran, aber kann ich nur zeigen. Weiß ich schon, die 10er wird aus. Ja, Vendetta, leider ist der Sura dort ziemlich früh ausgeschieden. Ja, Auto verloren, Kurve 2. Hat ein bisschen Pech gehabt. Der Gute. So, Klöde jetzt auf den Harten. Ich sag dir, der fährt durch. Mal schauen, ob es ihm was bringt. Naja, 14er. Ah, ist aber zu weit. Kam, also wirklich, das fällt mir zusammen. Komm, da war so. Oh. Das ist ein einzelnes Rennen. Oh, aber Hans hat jetzt fast das Auto verloren. Aber ist jetzt dran. Ja. Ist ganz knapp dran. Nein, der Groß ist schon echt der. Nervig. Ja. Er ist dran, ja, aber mal gucken, wie es der Anschluss jetzt macht. Wieder 16-60%. Also ja, er fährt jetzt auch die ganze Zeit auf Überholen. Aber ich glaube, jetzt wird es früher wegen dem Hochschalten, dass er wieder wegkommt. Aber ist jetzt dran. Ah, das wird nix. Er kommt wieder gut raus. Jetzt schaltet er so ein. Nee. Ist weg. Er hat nix. Ja, und sein ERS ist auch leer. Ja, deswegen auch. Und die Tankanzeige leuchtet auch. Das heißt, er fährt wahrscheinlich schon die ganze Zeit auf Fett. Angelo kann sich so gut verteidigen. Hat eine bessere Rennpace oder auch Taktik, wie er das alles managt. Management ist ihm ein bisschen besser. Ja. Interessant zu sehen war eigentlich. Oder oh, auch. Stefan ist Dritter, ist 5 Sekunden hinter FT. FT 2000 ist eigentlich. Naja, Abstand 6,5 Sekunden. Tendenz eher steigend zu Octavia, aber trotzdem gutes Rennen vor ihm auch. Hat zwei sich zurückgekämpft. Und der Toto? Ja, hat sich. Ist dran auf Zock, ja. Hat sich an den Joe range. Ja. Oder Joe hat einen Fehler gemacht. Nee, Flügel ganz gut, aber jetzt kommt die Attacke. Ja, Toto macht eigentlich. Ja, der zieht zurück. Zieht zurück. Zeigt sich nun mal. Egal, aber. Jetzt hat er genau das, was er wollte. Hola, amigo. Hola, yo. Aber der Joe. Aber die waren ziemlich weit auseinander. Ja, 3 Sekunden waren es, glaube ich, vorhin mal. Ja. Kann ein Fehler gewesen sein von Jo. Das geht schnell. Oh, und Angelo. Position verloren. Ja, jetzt hat's geklappt. Ja. Beim Hand. Und
ausgerechnet dann, wenn wir nicht drauf sind. Ja. Das hat er extra gemacht, oder? Toto war Toto und Jozak drin ist. Ja. Gucken, kommt der Konter? Nee, die Hans ist eigentlich vorbei. Toto ist schuld. Toto ist schuld, dass wir das Überholmanöver nicht drauf haben. Ja, hol der Weg, ein Jozak. Schaut mal drauf, was er macht. Ja, die sind jetzt gerade in der Schikane. Ist aber zu weit weg. Ja. Hat keinen DRS. Da keine gute Runde vor ihm. Kisten verloren. Wenn der da schreibt, Toto ist immer schuld. Ja, sowieso. Sowieso. So, jetzt gehen Angelo wir gleich. Aber trotzdem an Hans noch dran. Ja, ich bin jetzt auf Angelo wieder drauf. Ich glaube, da könnte. Ich glaube, da könnte der Konter kommen. Ja, kommt auch, kommt auch. Ich glaube, er kommt. Ah, aber ich glaube, der ist zu weit weg. Ja. Der ist zu weit weg. Okay, fährt er. Will auch gar nicht attackieren, will nur ansaugen. Vielleicht denken sie, okay, ich lasse den vorne jetzt sein ERS aufbrauchen und spare einfach ein bisschen. Ja. Dass der Manager besser ist und dann irgendwann, wenn er besser einen Exit hat in der letzten Kurve, wenn er dran bleibt jetzt hier, dass er ihn wieder stoppen kann. Hans, seine Reifen sind älter als seine, 7 Runden älter. Ja, ich glaube, der. Ja, genau. Ich glaube, Joe und Toto müssten jetzt dann auch bald mal in die Box kommen. Ja, das stimmt, da sind schon ganz lange drauf. 26 Runden. Das ist schon mal nicht schlecht, dass wir immer noch schön rumfahren. Ja. Mittelfeld. Na ja, gut, 9 und 10. Ja, Toto wird snooken, denkt sich, oh Mann, ich kann es besser. Wieder versau ich irgendwie durch Fehler. Wäre da hinten jetzt rum. Ja, da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen, Mann. Ja, zu 5. Von P5 bis P7 so, P8. Auf jeden Fall war da vorne eher 5. sowas. Ja. Hält sich ein, aber nicht 10. So, wen haben wir denn noch gar nicht im Bild gehabt? Ich meine, ich will es gerade von Angelo noch nicht weg, aber. Ja, aber Angelo ist 0,6 hin dran. Ich glaube, das Hans sehr gut hatten. Hans hat er keine ES-Test, ne? Das ist halt. Und bleibt auch wirklich dran, Angelo. 0,8 immer noch. Kommt besser raus aus der Kurve jetzt hier. Hat jetzt gerade richtig aufgeholt jetzt gerade aus der berüchtigten Kurve hier, ja. Fertigen Kurve. Jetzt 0,5 hinten dran, saugt sich ran mit der DS. Ja, aber die gerade ist zu kurz. Ja, ja, aber es ist wichtig, dass er den letzten Sektor gut trifft und exit. Ah. Das schwierig, der Anbestdruck, Luftverwirbelung vorne vor dem Fahrer, das ist schon. Das fährt auch ein bisschen versetzt, wenn du siehst. Mal gucken, bleibt da nicht. Und wenn es dir auffällt, die 97 fährt vor der 98. Ja, sehr gut, nee, ist nicht aufgefallen. Aber mal gucken, ob sie da anders. Oh, jetzt ist er zu weit weg. Nee. Ja. Zu weit weg. Gut raufgekommen eigentlich von Hans dann auch. Er ist zu weit. Spart aber dann auch, weil er das merkt, wie es zu weit. Aber der will vielleicht gar nicht, ja. Wir sind da heiß drauf und wartet bitte, bis wir weg sind, dann kommt wieder der Tacker. Ja, wahrscheinlich. Ich gehe mal ins Sündelfeld rein und sag dir Bescheid, bleib du mal, oder geh mal du weg, ich bleib mal drauf. Ich gehe mal auf Mysterious, der ist jetzt dran an seinem Teamkollegen. Und sag dir, wie es dann ausschaut bei den Zweien. Warte, das guckt mir seit 3-4 Runden schon das gleiche aus. Ist hier irgendjemand dran? Mysterious, Medizin? Schon Medizin hat vielleicht wegen. Ja, Mysterious. Ja. Toto verliebt gegen Jozak, aber ganz schön. Ja, ich glaube, der hat sein Pulver schon verschossen. Ja, ich glaube, Jo hat einen Fehler drin gehabt einfach. Ja. Und da konnte sie wegfahren. Und Toto konnte den einfach nicht nutzen. Ja. Aber Mysterious holt jetzt echt auf, Medizin ein bisschen auf. Ja, und bei Angelo wieder gleich Spiel. Ja, der ist auch zu weit weg. Verliert er einfach Zeit. Ja. So, Mysterious, jetzt schauen wir mal, wie der aus der letzten Schikane rauskommt.
einsames Rennen von Stefan. FT kommt näher an Octavia, es sind nur 5,5 Sekunden, 5,4. Also hat sich jetzt eine Sekunde reingeschickt. Ja, wobei ich aber glaube, dass Octavia das vorne ein bisschen kontrolliert. Ich glaube, wenn er wieder mal Gas schauen geben muss, dann drückt er schon auf die Tube. Schauen wir mal, wie es den wirklichen 3-4 Runden wie es ausschaut. Angelo ist immer noch dran an Hand, jetzt wieder. Ja. Bleibt noch ein bisschen auf Mysterious. Ja, aber wieder weit weg an Sturm, Hans. Vitalik geht's ihm gut. Aha. Ja. Aber Vendetta, weißt du, was er nicht klug macht? Er verwaltet zwar sein Rennen klug, ne? Aber wenn er da vorne so dominiert, hat er auch nicht viel Sendezeit. weil wir wollen die spannenden Kämpfe hier. Ja. Ja, stark sind auf jeden Fall bis jetzt von Octavia. Schönes Rennen, cleanes Rennen von vorne weg. Hat alles. Gelb in Sektor 2, das war wieder ein Ferrari. Dürfte wieder Lasmilue sein. Ja, der hat auch ein bisschen die Kacke am Fuß. Ja, Konzentration ist auch weg. Der ist wieder. Jetzt sind die Reifen auch zu warm. Oh, und Angelo hat sich gedreht. Und Angelo hat sich gedreht, da sind jetzt die Reifen auch zu warm. Verliert dann gleich die Plätze an Mizin. Schnitzel hat die Session aufgegeben, was ist denn jetzt los? Also, pünktlich zur Rennmitte. Ah, da kommen wir gleich vorbei. Warte mal, gucken wir mal, wo Schnitzel rausgeflogen ist. Oh, ganz komisch. Ja. Wo der da steht, ganz komisch. Das wäre jetzt eigentlich so prädestiniert für den Safety Car. Ja. Ich sehe ihn gar nicht, wo er steht, aber das kommt keiner. Ah. Ja, Octavia fährt jetzt vorbei. Jetzt kommt's, glaube ich. Und gleich FD. Ja klar, hast du auch wieder recht, wenn das da lieber keine Sendezeit, aber dafür steht ich aufs Podium. Klar. Ja. Der regt dann. Warum habt ihr mich drauf gehabt? Ich bin vorhin weggefahren. Ja. Langweilig. So, und Joe zockt und Toto in der gleichen Runde in der Box. Gehen beide nochmal auf die gelben. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob der Toto so ein bisschen rankämpfen kann. Schwierig, glaube ich. Mal schauen. Ja, Octavio verwaltet ist, glaube ich, wirklich 5-6 Sekunden. Also. Das wäre das zu clean. Angelo fährt ohne TK. Ja, dafür macht das echt gut. Das muss man sagen. Ah, das ist leicht. Der Dreher dann leicht passiert. Ja. Ja. Kopf hoch. Weiter geht's. So. Soll man mal einblenden? Den Octavia? Ja, blenden wir mal. Natürlich. Da ist er, unser Führender mit der aktuellen schnellsten Runde. Mit der 1:19.345. Ansonsten nur FD, der momentan diese Rundenzeiten fährt auch. Ne, schnellste Runde, ja, ist knapp bei den zwei. Also ich sage Rennpace. Und beide nicht gleich, deswegen bleibt es doch bei 5,5 Sekunden. Also 5,4 mal 5,3. Wer weiß, wenn der besseren Start gehabt hätte, FD 2000, was da passiert. Ja, ich glaube, dann wäre es noch. Aber jetzt ist noch ein langes Rennen, also hast du gesehen, Angelo hat einen Fehler gemacht. Ja. Passiert schnell. Das geht sehr schnell. Jetzt müssen wir dann mal gucken, wann die Spitzenfahrer so. Stefan und so muss schon bald reingehen, also lang dauert es nicht mehr. Ich glaube, Runde so. Runde 42 bis 45, da kommt sie, glaube ich. Ja. Ich führe ihn dann auf jeden Fall. Nochmal den Game aufzuziehen. Das stimmt. Und schau mal, wo der Sterntel jetzt gerade ist. 9. Platz in Hafen, ja. Ja. Ich meine, die zwei hinter ihm, die haben natürlich jetzt die frischeren Reifen. Ja, das stimmt. Den schnelleren noch Reifen. Rein. Ja. Der geht nochmal rein. Ich komme das durch, werde jetzt noch.
Aber ansonsten bist nur Mysterious jetzt wieder dran an mitziehen. Da gehen wir jetzt dann mal drauf. Wenn ja, stimmt, sonst alles. Ja, ansonsten ziemlich ruhig. Schauen wir mal, wie der Mysterious hier aus der Schikane rauskommt. Ziehen ja, tut sich schwer. Sauber. Ja, beide aber. Ziehen hat sie sauberer bekommen als Teamkollegen. Ich weiß nicht, ob die da Taktik machen oder. Ich glaube, er wird sagen, wenn er schneller könnte mit Ziehen, ja. Dann kommt das vorbei. Glaube ich das auch. Das ist nicht der Fall, ich glaube, jetzt will ich einfach ziehen, glaube ich. Das glaube ich komm, auch. Zieh dich ein bisschen, nicht wenn du schneller wird, zieh dich ein bisschen mit auf den Geraden. Sie liegen eigentlich auch gut, 5 und 6, also ist ja auch eine gute Position. Ja. Mit 2 zu Alpha Tauri. The Mysterious mit 25 Runden alten Reifen, ja. Und mit C mit 22 Runden auf den Batschen, wie der Konter TV immer sagen naja, würde. Batschen. Der ganz ist heiß, das nimmt ihr da auch an. Ja. Und ich habe gesehen, er hat das Spiel jetzt. Also ich glaube, wir werden ja, den guten können Chris wir uns freuen auf ihn. Bald wieder hören. Ja. Nach langer Zeit ist er wieder da, unser Grand-TV. Und Toto hat aber auch ganz schön Zeit jetzt auf dem Jo verloren. 10 Sekunden. Mhm. Vielleicht hätte er da nochmal eine Runde draußen bleiben sollen. Oder vielleicht sogar eine Runde früher in die Box gehen sollen. Ah. Komisch, ne? Also... Ja, dass man, ich meine, immerhin was riskieren, da geht es um den Punkt oder um 2. Da kann man schon mal den Overcut oder den Undercut probieren. Ja, da dran ist so, los, jetzt aber Mysterious, aber steckt ja, wieder zurück. Sagt er, okay, kommt auf, ich glaube, ich kann schnell, lass mal kurz vor. Ah, oh, oh, macht einen Fehler. Da vertut er sich. Hat er die Kurve nicht gescheit erwischt, ja. Und handelt sich auch gleich eine Strafe ein. Ja, ist ärgerlich. Das ist Maus X gleich gewesen, oder? Dann habe ich Maus X. So, wen haben wir denn fast noch gar nicht im Bild gehabt? Ich glaube, den Klöde haben wir noch gar nicht so im Bild gehabt. Den geben wir jetzt auch mal eine Runde. Ja, 23.0. Da war ich auch irgendwas am Start, oder? Dass es so weit hinten ist. Von Sekunden her ist er abgeschlagen, eigentlich fast schon. Deswegen geben wir mal den Fahrern, die hinten sind, ein bisschen Sendezeit, die freuen sich auch immer drüber. Gucken wir bis nach die Zeiten, wie es so fährt. Ich glaube, die Pace ist gar nicht so schlecht, aber ich glaube, durch Fehler oder durch so weit hinten gekommen, nach hinten gekommen, ja. 12. Platz. 45 Sekunden auf Toto. Toto hat ja auch schon viel Strafe gehabt oder viele Probleme und Flügelschaden und das ist schon heftig. War der kurz Kaffee trinken oder wie um Mojito nehmen gleich am Strand in Barcelona, ja, glaube ich. Ja. Weil ich glaube, wenn ich die Zeit anschaue, das muss ich nächstes Mal sagen, dann kommen wir mit, oder? Auf den Schluck. Und FD, jetzt gehen wir mal auf den FD, der geht jetzt in die Box. Okay. Habe ich noch gesagt, Runde 42 rum. Ja. Oh, und Stefan geht auch gleich hinterher. Ich habe jetzt gedacht, einer von beiden bleibt vielleicht ein wenig länger draußen. Ich bin gespannt, ob Stefan jetzt auch den gelben nimmt oder mal gucken, sagt er den roten. Was wird was mehr im Gelb? Boah, aber. Wenn wir hier rummachen, der FCP 3. 24 Runden. Mal gucken. Vielleicht der FCK noch und dann ja. Schaut anders aus. Genau, beide. Kommt noch das dritte wieder raus, das war alles safe. Fahrt. Lass mich Lue auf 5 Sekunden in der Boxengasse. Eieieiei. Kommt auch an die Box. Ja, dadurch mit Ziehen jetzt gleich vorbei. Ah, lass mich Lue, muss wieder Flügel wechseln. Und Mysterious X können ja an die Box. Ja, dachte ich mir auch schon fast, hat auch schon 27. Ja, mit Ziehen kommt auch gleich. Ein, zwei Runden vielleicht, aber gleich die nächste, glaube ich, kommt da auch rein. Früher war es viel mehr Zeit und kommt da hinter den Teamkollegen raus. Wird aber nicht unbedingt.
war noch kein Safety Car, Vendetta, nee, nee. Aber viele virtuelle Safety Cars bis jetzt. Ja, Octavia in der Box. Da haben wir ihn, den führenden. Nee. Sauberer Stop. Locker natürlich vor FD. Ja, kommt da wieder raus. FD. Der Abstand ist gleich geblieben. Ja, tut sich nicht viel. 5 Sekunden rum. Mal gucken, wie die Pace ist, ob er vielleicht ein wenig attackieren kann. Aber ich glaube fast nicht. Hans ist wieder hinter seinem Lieblingsgegner jetzt, aber Angelo, ja, Angelo auch ja. Bald in der, wahrscheinlich wieder ja, in die Box fahren. Er geht jetzt, glaube ich, gleich. Ich glaube, ja. Er rutscht, wie er schon rutscht. Also ja. Er kämpft schon. Benzin also jetzt in der Box. Er bleibt aber außen. Was sag ich doch, Benzin geht gleich in die Boxen. Nicht so viel Zeit verlieren. Ja, schauen wir mal, ob er vor seinem Teamkollegen wieder rauskommt, weil bei denen war es ja doch ziemlich knapp. Aber voll Boxcrew. Wenn dann schneller Stopp. Ja, kommt vor, kommt er kommt, vor ihm raus? Ja, kommt vor ihm raus. Ja. Also Mysterious hat zwar ein bisschen Überschuss, aber... Ja. Oh, kommt klar vor ihm raus. Ja. 3,5 Sekunden. Alles safe. So. Was ist denn an Hans? Die zwei sind ja. Da dran, was ist noch was los? FD holt aber ein bisschen Octavia auch. Ja, hat die 1,18 jetzt. 1,18,5 als schnellste Runde. Der gibt jetzt Gas, der will nochmal angreifen, ja, glaube ich. Octavia, ja, aber sucht auf jeden Fall mal. Sein Recht, ja. Ne? Ja. Also, natürlich. Auf jeden Fall. Okay, ich glaube, da gibt es noch keine Stallorder zu früh in der Saison. So, ja, ich weiß nicht, was Angelo vorhat, aber so ein Single hat schon. Ja, der hat erst 22 Runden drauf, also ein bisschen drauf, könnte ja. Er noch. Ja. Ich meine, der Hanse macht halt jetzt Druck, ne? Er hat definitiv die besseren Reifen. Boah, deutlich, Überschuss, deutlich Überschuss, deutlich. Also keine Chance. Nee, da wäre das sich auch gar nicht großartig. Nee. Diesmal nicht. Oh, jetzt verliert das fast, oder? So aufpassen, dreckige Reifen jetzt. Könnte sein, wenn der da, ja, dass er vielleicht den so lang ziehen will, dass er auf Rot wechselt. Oh, und Octavia ja. mit der Antwort auf ja. FD mit der schnellsten Runde. Ja, der, auch nur ein Zehntel schneller als eine andere von FD. Also, ja, war aber der, meine Hot Laps gerade und die war nur ein Zehntel schneller. Also. Hat sich wahrscheinlich gedacht, Freundchen, so nicht. Aber FD trotzdem noch dran, hat trotzdem aufgeholt, noch 4,1 Sekunden, also bleibt gleich. Ja, ich gucken, ob es das so steigern kann. Ob man nächste Runde auch wieder schnell hinlegen kann. Und Sternl jetzt nochmal in der Box. Ja. Sternl jetzt in der Box. Also Jo hat er auf jeden Fall. Und für Toto wird es knapp. Jo kommt vorbei, ja. Dass er an Sternl vorbeikommt. Ja. Nee, Toto reicht. Oh, ja. Oh, ich sitze gerade, Toto. Ah, das wird nee, knapp. Nee, ah. Das wird knapp bei den beiden. Überschuss? Nee, nee. Wobei, jetzt, wenn er gut rauskommt, kann er sich ein bisschen ransaugen, aber ich glaube trotzdem. Ja. Kann er nicht gefährden. Nee, nee, zu weit. Toto nicht mal einen Punkt. Komm, da geht noch was. Ich meine. Jo zockt es auf P9. Natürlich für jeden Fahrer ja. Neutral, aber. Ja. Ja, man trotzdem. Kennt ja die Kollegen und da gönnt man halt ein bisschen noch mehr. Genau. Obwohl ich Sterntl schon auch was gönne, ne? Weil er fährt ja schließlich mein Dienstfahrzeug, mein aktuelles. Deswegen. So, wie lang zieht Angelo den Gelben noch? Sind's dann eine gute Leistung für P10. Mal gucken, ja. Aber kommt auch an Jo zockt dran, glaube ich. Ja, aber das sind 16 Sekunden. Na gut, aber
weiß nicht. Ja, beim Tod ist der Wurm drin, so ein bisschen dann auch nach dem ganzen, was war. Mit 7, Angelo, ja. Aber FT 3,8 Sekunden mit 10 der Erfahrung. Ja, der holt auf, der Jung. Kleine Schritte, aber. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, sagt man so schön. Und ansonsten die Abstände aber ziemlich weit im Feld. Ja. Toto dran an Sterndl. Ja, da hat Sterndl wohl irgendwo noch einen Fehler gemacht, aber weil. Ja, doch schon, ja. Was? Undurchs Auto. Ja, ich glaube, Toto überfährt das Auto auch ein bisschen. Ja, ich meine Sterndl auch gerade. Sterndl? Ja. Ja. Toto war jetzt ein bisschen oft im Dreck. Ja, wer weiß, vielleicht fährt Sterndl auch mit. Ah, Sterndl rutscht schon ganz schön mit dem Sektor. Jetzt kommt er wieder raus. Kommt er weit raus. Ich muss auch voll die Alten gehen, Toto. Ja, das war jetzt nicht sauber. Also. Das Ganze. Boah, jetzt fährt Toto raus auf dem Dreck. Ja, ich glaube, der eskaliert gerade ein bisschen in der Party. Ah, bitte aufpassen. Der eskaliert gerade. Cool bleiben, vorbeifahren. Ja, jetzt einen kühlen Kopf bewahren. Toto ist auf jeden Fall schneller. Ja. Einfach entspannt sein. Und Stein konzentriert bleiben. Den Punkt nach Hause bringen. 10. Platz. Ja, das, also, aber da muss man schon sagen, das war jetzt nicht gerade die feine englische von Sterndl. Ich glaube, der war immer froh, dass er irgendwie zurückgekommen ist. Und Toto hat gut reagiert, hat langsam gemacht und gebremst. Dann beide raus gewesen. Trotzdem muss man da immer ein bisschen auf den anderen auch noch. Eichen wird sich entschuldigen nach dem Rennen. Ja, sorry. Denke ich auch. Und dann Toto ist dann der Letzte, wo es war. Der hat keinen Schaden davon getragen und da ist er dann, denke ich mal, entspannter auch. Was das angeht, auf jeden Fall, solange man ein Schein ist drin, aber ist da schon noch was drin. Mysterious 1,8 Sekunden hinter Benzin. Gucken, ob er da ein wenig näher dran kommt. 1,7, ja, jetzt kann man sich ein bisschen ransaugen. Ja, wenn der da möchte ich jetzt auch nicht sein in der Party. Vom Toto. Und Angelo fährt 27 Runden jetzt gerade auf dem, ja, auf dem gelben. Benzin. Also der will auf jeden Fall nochmal. Ich glaube, der muss sogar noch mal auf den Roten, oder? Ich glaube, der muss auf den Roten. Ich glaube, der hat bis jetzt bloß Gelb. Nee, zweimal Gelb hat er, ja. Ja, der muss auf den Roten. Ja. Ja, geht runter 50 rum. Denke ich mal, ist eine gute Zeit. Ja. Aber das ist leichter mit Rot, kann man das dann schon fahren. Aber trotzdem, starke Runde rennen trotzdem von ganz hinten, also ja, Platz 5. So weit vor, das stimmt. Ja. Driver of the Day, würde ich sagen. Weil's, mal gucken, was das Spiel macht. Top Englisch von mir, auf jeden Fall. So. Ja, 13 gut gemacht auf jeden Fall. Gelb, glaube, ja, so, Toto macht jetzt Platz für die Überrundungen. Oh, mit 10 kommt da weiter raus. Ja, Toto bleibt dran, weil die müssen Sterndl auch noch überrunden. Da kannst du deine Chance da mal ziehen. Na, ja, aber Toto ist fränklich, ja. Also passiert nichts. 16 Runden jetzt noch im Circuit de Catalunya. Stimmt, das ist ja. Da haben wir jetzt 35 Grad auf, dann wird die Klimaanlage läuft, ne? Ja. Und das, was Vendetta sagt, das war jetzt gerade fränklich von mir, da fällt mir gerade was ein. Wir sind heute in der Kommentatorenbox.
rein fränkisch. Leco mio. Die Frankenbox sozusagen. Frankenbox. Ja, ist genau. Super. Dein Wegleiter gern. Ah ja, okay. Und das war eigentlich nur so eine Geschichte, das ich gleich gern. Wurst und Wegleiter, oder was? Ja, Brötler halt. Ab Brötchen. So, ja. Versteht ihr kein Wegler? Nee, das heißt in jedem Bundesland hier anders. Ja, ja, geht in der Fremdgefangen gehen, das musst du verstehen, hallo. So, wen blendet man als nächstes ein? 3,8 Sekunden, jetzt bleibt das Wett gleich. Ja, das... Also, schon die gleiche Pace zwar, also richtig stark. Also schon ist keiner was, aber der Start am Anfang von FC war nicht optimal, da hat er die Zeit dann verloren. So. 118,3. Ja. Sauber. Angelo hat jetzt 29 Runden auf den Gelben. Und wenn er in die Box kommt, fällt er auf jeden Fall zwei Plätze zurück, hinter Mizin und Mysterious. Aber dann ist es trotzdem noch ein beachtliches Ergebnis. Von 18 dann auf die 7. Nach vorne. Und der Mercedes wird gleich von einer Red Bull überrundet. Das ist soweit. Ja. Verkehrte Welt. Ja, bei Formel 1 2020 ist halt eben alles möglich, ne? Ja, das stimmt, ja. Da ist alles möglich. Mysterious ist dran jetzt am 10, eine gute Sekunde jetzt, die Runde ist in dem Weg. Mhm. Ja, das, also Ghost ist schon echt, ja, nervig. Ja, das kann man nervig. Nicht. Angelo geht an die Box. Ja, Runde 51. Boah. Und alles mit. Gehen wir mal auf den guten Angelo drauf. Holt sich natürlich die roten. Muss er ja. Das Auto mit der 98. Das hat er auch so schlecht gemacht bei Codemaster, soll ich nicht sagen, aber dass man nicht mehr sieht, dass die Reifen richtig gewechselt werden, ja, das ist ja. Das ist einfach nur Schande, eigentlich ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Das ist gerade das erste Mal gesehen erst. Na, und Las Melu hat sich auf der Startziel gedreht. Oh je. Ja, aber in solchen, nach solchen Rennen einfach nicht aufgeben, einfach immer weitermachen. Ja, jetzt kurz zum Schluss, aber nichts passiert, kein Safety Car kommen, alles auseinandergezogen. Ja. Das ist dann halt so frustrierend. Immer schön die Runden mitnehmen. Ich habe es auch letzte Woche so gemacht. War irgendwann abgeschlagen, letzter. Und dann einfach weiter Mundabwischen, weitermachen. So lernt man das Auto dann kennen, die Fahrphysik und das ganze Zeug. Und dann wird das schon. Mit der Zeit. Das stimmt. Übung macht den Meister. Ja. Da kann man sich den guten Paceman bei uns anschauen. Ich glaube, die ersten Rennen letztes Jahr. Mysterious ist dran am Benzin jetzt. Versucht ja. Das? Nee, hat den Flügel schon zu. Und der Herr Paceman, der Dieter, der Gute, letztes Jahr noch ein bisschen hinten dran. Und jetzt mittlerweile fährt er da vorne Top 5, Top 6 mit um die Punkte. Also, und der ist im hohen Alter. Da ist noch alles möglich. Sind die noch geschafft? Da ist alles möglich. So, wir bleiben mal ein bisschen bei die Alpha Tauri. Das sind die zwei Fahrer mit dem geringsten Abstand. Ah, passiert eigentlich nicht. Also, kommt mir nicht so zwingend drüber, so von Mysterious. Irgendwie gewindet sie. Kommt so, nee. Das findet man nicht gar nicht. Ich fährt da hinten dran, ja. Macht der schon aus. Siehst du schon, wie früher. Obwohl er aktuell noch Meisterschaftszweiter ist. Und vielleicht den einen oder anderen Punkt noch bräuchte. Also FD, wenn es dabei bleibt, FD. Oh, Sterntl. Mizin verliert das Auto. Auto verloren. Und Sterntl von der Session disqualifiziert, hat zu viele Strafen. Wahrscheinlich. Und damit Toto wieder in den Punkten. Kampflos. Sehr gut. Na, wie ich etwas. Muss ich zu Ende fahren, natürlich jetzt. Ja.
und Angelo mit der schnellsten Zeit. Und 18.2 jetzt, ja. Und ja. Jetzt auch. Könnte mit sie noch gefährlich werden. Mit den roten Reifen. Nochmal gerade an der Box, ja. Macht aber auch Flying Labs hier. Der kriegt glaube ich noch. Durch die Fehler zu Medizin jetzt auch, wo er leider gemacht hat. Ja. Nur 4 Sekunden verloren hat auf Mysterious. Ja, 3,7 Sekunden schon in meiner Nähe jetzt. Aber ich glaube, Medizin lässt sich da auch nicht zu eich aus der Ruhe bringen. Ja, ich hoffe, er guckt nach oben jetzt nach dem Fehlletzter. Bisschen ärgerlich. Ja. Ärgert sich gerade noch ein bisschen. Und dann suchst du die Sicherheit wieder, ne? Auf der Aufbeschleunigung. Was ist denn wieder passiert? Und Korb so ein, zwei Runden. Wird noch zu finden wieder. Am Anfang schau her, letzten Sektor. Eine Sekunde gut gemacht. Ja, das stimmt. Und auf jeden Fall, ich denke, Medizin wird sich dann denken, ah, der Fahrer ist zwar schneller als ich, aber lieber verliere ich dann einen Punkt. Und nimm den Punkt mit, weil der Typ vor mir in der Tabelle, der Suradon, ist ja eh schon ausgefallen. Ne? Dann nimmt man dann lieber die Punkte mit. 2,5 wird das gut. Zieht den schon und das pusht dann noch mehr. Und ja. Deswegen bleiben wir mal auf dem Angelo drauf. Diese Kamera, ne? Diese Heckkamera, die... Ja, wenn Detta meint, Medizin wird es dem Angelo nicht so leicht machen. Ja, wir werden es gleich sehen, weil Angelo flieht. Ja, ich weiß auch, vielleicht kann auch noch eine Service so gefährlich werden, weil es wird es auch nicht weg. 5 Sekunden, also ja. Wie er rankommt da, jetzt sieht er fast eine Sekunde gut gemacht im letzten Sektor. Ja, lass uns mal erstmal das gucken, was er macht mit Medizin, ob er es schafft oder ja. Sich Medizin gut verteidigen kann. Roten Reifen. Ja, klar, ist halt die Frage. Rüber, aber ich glaube, irgendwann bricht er auch an 10 Runden noch. Ja. Man muss jetzt bald machen und nicht so lange warten. Ja, gewinnt er im letzten Sektor enorm viel. Menge Kurvenabteil. Ja, der Hafte, der Rote macht besser gerade wie der Gelbe. Ja, auf der Stadt Ziel geraten ist auf jeden Fall im DRS-Fenster. Ja. Da wir mit der 9 schnellsten Runde 1.17.7. Huiuiui. Warte, bin jetzt total durch, war auch noch da. Naja, der hat sich gedacht, Angelo, das. Ja. Er hat sich wohl gedacht, Angelo, das kann nicht sein, dass du die schnellste Runde hast. Und das aufs Geld. Viel bessere Haftung dadurch die ganzen Kurven. Ja, das ist richtig. Ah, aufstehendes Rad hier. Aber du hast trotzdem den Kurveneingang gut. Ja, da hat er ziemlich oft das stehende Rad in der Kurve. Kommt noch hier auch sehr viel besser raus hier als er im Team gerade. Gelb in Sektor 3. Wer hat sich da gedreht? Der Joe oder der Hans? Schaut mir mehr nach Joe aus, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube.
Aber ich bleibe jetzt lieber mal auf Angelo drauf. Was ist da dran jetzt? Oh, wow, das war knapp. Aber er trifft sich jetzt am Heck. Ja, jetzt also, hat er ihn. Jetzt hat er ihn. Ah, schöne Kamera hier. Schön die Helikopterkamera. Die ist sehr schön, ja, die Kameraperspektive. Ja, warum er die nicht immer hat. Sie ransaugt. Ja, das stimmt, ja. Also kommt er weiter raus. Aber da hat das Lixor recht gehabt, Runde 58. Hat er ihn. Ja. Gut, der Renningenieur. Also Angelo jetzt auf Mercedes hat noch 3,8 Sekunden. Sind noch 8 Runden zu fahren. Mal gucken, ob er da sich ranrocken kann. Ja, 7, ja, also du musst aber bedenken, die Jungs sind. Warte mal, ich schau mal kurz, wie oft die schon überrundet worden sind. Ah, Angelo einmal, also der hat nicht mehr ganz so viele Runden. Okay, naja, gut, aber 3,6, 3,5. Die Tendenz sinkend. Mal gucken, was er macht. Ob er rankommt oder nicht. Ich muss einen Augen behalten, man. Da vorne ist klar, Octavio 4,2. Der, ja. Der dominiert es und vorne wirklich kontrolliert es. Mit seinen Teamkollegen. Stark. Aber Angelo konnte sich jetzt auch richtig ziemlich schnell am Medizin absetzen. Oder von Medizin absetzen. Er verliert offensichtlich jetzt 10 Sekunden gerade. Ja, ich glaube, Mysterious konnte noch schneller. Der hat sich gedacht, oh, ich mache ein bisschen low, solange mein Teamkollege hinter mir ist. Jetzt merkt er, jetzt muss er Gas geben, damit er den Platz behält. Weil wir wissen ja auch nicht, wie es mit den Strafen ausschaut. Ja? Ja, die Strafen werden jetzt dann auch richtig was durcheinander wirbeln. Wobei Abstände sind richtig groß. Gut, du hast jetzt hier Angelo beziehen. Ja, da kann es noch knapp werden, aber ansonsten. Ich weiß nicht, wie viel der hat. Und bei Octavia und der FD, ich glaube aber, dass Octavia ziemlich wenig Strafen gesammelt hat. Wenn zum Beispiel Angelo zum Beispiel keine Straftat Mysterious mehr, dann ist Angelo auch auf einmal P5, also. Ja. Bin gespannt auf jeden Fall. Vorne glaube ich würde nichts tun. Octavia, FD und Stefan. Und safe glaube ich auf dem Podium. Ich schaue gerade Octavio wegen zu, also macht er schon gut. Schön saubere Linie. Ah, ich gehe mal kurz auf Mausix, den hat man auch noch nicht so oft. Den guten im Haas mit der 38. Ja, ansonsten sind ja die Abstände ziemlich groß. Ja, und der Mausix, also Respekt, ich weiß nicht, ob der die Reifen schon mal drauf hatte. Ja, 40 Runden, okay, ja, also. Lecco mio. Was willst du mal reingehen, wenn nicht, dass die Reifen die in die Ohren fallen? Und hatte bis jetzt einen Stop, also. 40 Runden auf dem Gelben ist schon, Ja, vor allem, dass er halt auch noch so einen respektablen Abstand zu Joe hat. Also ganz ehrlich, solange ich den habe und ich glaube, 2 Runden sind jetzt hinterher. Ja, aber ich glaube trotzdem, ich glaube, die Platz sind eine Runde. Viel auf dem Gelben. Also, ja. Also, da hat er auch Strafe bekommen. Also, ich glaube, der kämpft da ordentlich. Ja, aber die haben nicht mehr so viele Runden, also die haben nur noch 4 Runden, weil die sind jetzt einmal überrundet worden. Ich glaube, ich würde auch draußen bleiben. Ehrlich gesagt. Viel kann da nicht mehr passieren. Und ich glaube, dass man nicht viel Prozent reichen, also die Reifen gucken, aber so gut nicht mehr aus.
So, Angelo ist jetzt 2,6 Sekunden hinter Mysterious. Wird glaube ich nichts mehr. Da geht's dann nur über die Strafen. Ja, auch, aber vielleicht 2,9. Ja, hat vielleicht noch drei Runden, haben wir vielleicht noch. Grob. Drei, vier Runden. Naja, drei Runden auf jeden Fall. 2,7. Kommt schon näher. Auf jeden Fall. Wird vielleicht noch knapp werden. Also wenn Mysterious keinen Fehler macht, dann fährt er nach Hause, aber ja. die Nerven kurz am Ende, man merkt, man kommt näher. Ja, manchmal macht man einen Fehler. Das stimmt. Ah, Joe, schmeißt doch fast das Auto weg. Ja, jetzt kann es jetzt so am Ende. Ja. Lass sie gerade bei der Wärme, lässt die Konzentration dann doch schneller nach, als man denkt. Anschluss 2 Sekunden jetzt. Hat er mich gehört, dass ich gesagt habe, das wird nichts mehr? Wahrscheinlich. Sagt das? Nee. So nicht, mein Freund. Mal wieder noch ein bisschen den Toto ein. Obwohl, wen wir noch gar nicht oft hatten, war der Stefan, der eigentlich auch ein richtig gutes Rennen fährt. Ja, solide. Angelo jetzt 1,9 Sekunden. Ja, lange haben wir nicht mehr Zeit. Naja, also... Deswegen sage ich ja, ich glaube, das wird knapp. Sind es bloß noch 1,5 Sekunden, aber. Grob gesagt hat er jetzt nur noch 2 Runden Zeit eigentlich. Gehen wir doch mal auf den. Nochmal auf den Angelo. 1,4 Sekunden hat er jetzt. Schauen wir mal, ob da noch was großartig was kommt. Ah, es könnte. Waren es gerade 1,2, 1,1? Und Octavia geht in die Box? Octavia geht in. Hä? Was geht in die Box? Hä? Was macht denn der Sitz? Schenkt er da gerade seinem Teamkollegen den Sieg? Blöd gesagt. Ich weiß auch nicht, was er macht, wo er in den Box geht. Hast du was gesehen? Nee. Ich war auf Angelo fixiert. Geht auch nicht schnell eine Runde? Ja, aber dafür gibt es ja bei uns keinen. Oh, und Mysterious hat einen Fehler drin gehabt. Und Angelo ist vorbei. Siehst du? Na, ja. T5.
Ja, Octavio geht in die Box, dann geht er jetzt auch in die Box. Das ist das einzigste logische, aber dann verliert er ja. Der FD an Stefan Position. Ja. Und seine Reifen hinüber nach so kurzer Zeit? Ich kann mir vorstellen. Das ist jetzt auch ein bisschen rätselhaft für mich, muss ich sagen. Was ist da los? Da haben wir auf jeden Fall schon mal eine Frage jetzt dann. Schauen wir mal, ob FD an die Box geht, aber nee, der fährt weiter. Das war echt, also. So, wir schauen mal auf Mysterious, ob der kontert. Gegen Angelo. Ist nämlich wieder dran. Ah, saugt sich ja, an. Ja. Das wird nix. Nächste Berundete. Oh, auf. Angelo kommt da weit raus. Aber dafür Octave, da müssen wir mal nachhaken. Ja, dann müssen wir ihn jetzt dann auf jeden Fall befragen. So. Aber ich gehe schon mal, auch wenn der Kampf hier schön ist, auf FD. Ja. Der gewinnt das Rennen. Höchstwahrscheinlich. Jetzt warten wir mal noch ab. Vielleicht hat er so viel Strafen und Octavio so wenig, dass er eben Zweiter wird. Deswegen warten wir erstmal, bevor wir irgendjemand zum Sieger küren, bis Octavio okay, im Ziel ist. Aber FD geht auf jeden Fall erstmal als Erster ins Ziel. Also Glückwunsch, FD 2000. Auf jeden Fall schon mal zum Podiumsplatz. Mit Vorbehalt. Und jetzt Octavio. Trotzdem Erster. Ja. Okay. Das ist ja. Dieser Hund. Und Mysterious hat Angelo noch überholt und Stefan fährt auf P3. Du kannst eigentlich schon mal anfangen, die drei einzuladen, wenn du magst. Ja, mache ich mal schnell. In der Zeit schauen wir noch den Hans seine letzten Meter an. Beziehungsweise Toto fährt vorher über die Ziellinie. Auf P10. Mach mal doch mal den Toto ins Bild. Wie er über die Ziellinie fährt auf P10. Gratulation zum Punkt. Und der Danny auf P4. Glückwunsch auch an dich und mit Mausix, der letzte jetzt über die Ziellinie. Ja, das war so auf, sitzt die Red Bulls am Ende. Scheinbar. Fahrer des Tages Angelo, ja, verdient. Verdient auf jeden Fall. Oh, ein Trophäe freigeschaltet, sehr schön. Ja, dann hat man noch Angelo mit einer Fahrer des Tages. Klar, können wir machen, auf jeden Fall. Muss ich mal erstmal hier einladen hier auf T2000. So, in der Zeit schauen wir uns noch die Siegerehrung an. So, und da haben wir jetzt gleich nochmal das Rennergebnis mit Octavia auf der 1. Ah, FD hat 27 Sekunden Strafen gehabt. Aber trotzdem Wahnsinn. Auf Platz 2. Ja, knapp an Disqualifikation, nach 30 glaube ja, ich. Ziemlich knapp. Stefan das auf der 3, Hans auf der 4, Mysterious auf der 5, Angelo auf der 6 vom letzten Startplatz aus, Respekt. Mitzin auf der 7, ja. Mausix auf der 8, Joe zockt auf der 9 und ORC Toto trollt sich den letzten Punkt auf P10. Glückwunsch an alle, die ins Ziel gekommen sind und natürlich auch Glückwunsch ans Podium. Danke, Dieter. Gebe ich gern so weiter, dass wir das gut kommentiert haben. Vielen Dank.
Aachen Player 99, ja. Wo ist denn Octavia? Weiß ich nicht. Habt ihr auch Gegner für die zwei? Ja, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Das ist eine sehr gute Frage. So. Angelo auch noch eintreten, und mal einladen hier. Nein, kommen die Leute online? Ich weiß nicht. Ja, ich hoffe mal, dass sie... Erzähl. Stefan ist schon mal da. Stefan. Wir warten jetzt noch, bis die anderen auch beitreten. In der Zeit kannst du schon mal gucken, Stefan, ob du deine Stimme zugelassen hast. Sehr schön, FT ist auch da. Super. Octavia ist auch da. Octavia ist auch, und dann fehlt bloß noch der Fahrer des Tages. Ja. Was für ein Rennen, Jungs. Aber gleich vorne weg. Was war das am Ende, Octavia? Na, der hat noch nicht so... Ich glaube, der ist noch fertig vom Rennen. Aber ja, Stefan, dann kannst du gerne mal anfangen, das Qualifying und... Weiter ist Octavia da. Ah, jetzt ist Octavia da. Das Rennen und das Qualifying aus deiner Sicht ein bisschen zu kommentieren. Also ich habe gut reingefunden, auch mit dem Gelben habe ich eine gute Zeit gebracht. Und dann mit dem Roten noch eine perfekte Zeit, die habe ich so eigentlich noch nie gefahren. Und dann im Rennen... Start war ganz okay, dann habe ich halt VD überholt, dann habe ich glaube ich eine Berührung mit ihm gehabt, hoffe, dass er keinen Flügelschaden hat, aber dann am Ende hatte ich keine Chance mehr gegen die beiden. Es war einfach so schnell, ich war froh, dass ich auf den dritten gekommen bin. Ja, so aus meiner Sicht. Na, den Start hast du ein bisschen besser nutzen können als FD. Ja, genau. Wärst du da vielleicht vorbeigegangen, dann... Ja, ich habe mich nicht so ganz getraut. Ja, glaube ich, weil bevor man da dann irgendwas wegwirft, so ist es. Dann lieber im Rennen ein bisschen weiter versuchen. Stimmt, sauberes Rennen. Vereinsamt bist du, oder Stefan? Einsames Rennen, aber ja, gut nach Hause gefahren. Ja. Aber naja, ja. Aber du hattest noch gut, Podium. Ja, genau. Das ist das Wichtigste erstmal. Das stimmt. Hauptsache Podium. Ja, stimmt. Podium und gute Punkte. Genau. Ja, Mai 2, Octavio und FT hat den ganzen verwirrt am Ende. Mit dem Boxenstopp. Achso, ja, Nico ja. Wollte noch für die schnellste Runde gehen, also Octavio wollte für die schnellste Runde gehen. Und da wusste, wie viel Zeitstrafe ich habe, wir waren jetzt noch in der Party. Ja. Ich bin dann noch reingegangen. Ich dachte, weil du zu Schlange fährst, okay, du weißt, du hast gewonnen. Schenk dir jetzt irgendwie den Sieg. Ja, aber okay. Aber war's mit deinem. Warst mit deinen Strafen auch nicht mehr ganz so weit weg von den von der Disqualifikation. Eine wäre vorbei gewesen. Ja, aber knapp. Ja, aber trotzdem gut geredet. Wie war das Rennen C? Quali und Rennen an sich? Ja, beim Quali war eigentlich, ja, die Zeit war ein bisschen schlechter als vorher beim Training. Und sonst, ja, beim Rennen hatte ich halt am Start, hatte ich irgendwie einen Bug, dass ich den Überholmodus-Kraft nicht mehr ausmachen konnte. Dann ich musste dann immer wieder ins Menü gehen und muss das irgendwie umstellen. Und da war ich gleich dann auf 5 sogar zurückgefallen. Und dann bin ich ganz gut durchgekommen. Ja, Start war nicht so ganz gut, ne? Bis der dann verkehrt gekommen ist. Ja, durch diese Überholknopf kam dann auch die zwei Runden oder so, bin ich dann die ganze Zeit nur auf Überholen gefahren. Und das war ein bisschen komisch, dann musste ich das aber umstellen, hat geklappt. Ja, auch gute Pace trotzdem. Gute Leistung. Glückwunsch ans Podium. Und auch den zweiten Platz. Ihr könnt jetzt schön feiern, Doppelsieg Red Bull. Ja. Mit den Worten, Severide. Magst du den Gewinner da mal hier gratulieren? Ja, Glückwunsch, Octavio. Wir wurden im Chat schon gefragt, ob wir für die zwei da vorne auch Gegner haben in der C2. Weil das war, ihr wart jetzt nicht ganz so oft im Bild, ne? Ich hab's im Stream vorhin schon mal erklärt, dass wenn man ein bisschen im Stream im Bild sein will, muss man auch Kämpfe liefern. Also nimmt's uns nicht übel, wenn ihr nicht so viel Sendezeit bekommen habt, aber dafür
Kannst du uns jetzt gerne erklären, wie dein Rennen aus deiner Sicht verlief und dein Quali? Mein Quali habe ich erstmal versucht, die Strecke wieder reinzufinden, kurz vorher trainiert, dann mit Medium rausgefahren, zwei schnelle Runden gesetzt und dann Attacke mit den roten Reifen auf eine, was war es, 1.15.0. Ja, und Rennen, was soll ich sagen, Start-Ziel-Sieg. Ja, aber souverän nach vorne hast du gefahren, ja, du hast einen guten Start gehabt gleich, konntest vorne die Pace kontrollieren. Auch, glaube ich, ein bisschen geschuldet, weil ein Teamkollege am Anfang da wegen Zweikämpfe hatte und dann nicht so gut erfolgen konnte und sich erst zurückarbeiten musste, aber trotzdem keine Fehler. Hattest du eine Strafe? Ja. Ich glaube nicht, oder? Ich hatte eine Strafe. Okay, na gut, die ist verschmerzbar. Das stimmt. Ja, Glückwunsch nochmal für den Rennsieg. Und, Glückwunsch ans komplette Podium. Vor allem. Ja. Und dann haben wir noch jemanden bei uns in der Party. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, was der da abgeliefert hat. Angelo. Angelo. Tages. Ja. Ganz hinten. Mhm. Richtig starkes Rennen. Erzähl, wie war es? Aufregend. Hast du, ganz kurz noch, hast du eine Quali-Strafe gehabt, oder? Ja, genau, ich hatte eine Quali-Strafe, deswegen. Ich hatte vergessen, mich rechtzeitig anzumelden, weil wir erst halt morgen aus dem Urlaub kamen. Und deswegen die Quali-Strafe und dann halt von P18. Und ja, war halt ein schwieriges Rennen, weil ja halt von ganz hinten. Zweimal bin ich auf Mediums gefahren, also gestartet auf Mediums, dann nochmal Mediums und am Ende nochmal Softs. Ging. Ja, trotzdem gute Leistung auf jeden Fall. Fahrer des Tages wurde sehr gewählt. Spiel und die haben es auch verfolgt, dass du immer weiter vorgekommen bist. Der eine Dreher war ärgerlich, ja? Ja, ich bin links auf den Körb gekommen. Das war ärgerlich auf jeden Fall. Ich versuche mich dran gewöhnen, ohne Traktion zu fahren, deswegen. Ja gut, Reifen abgefahren, das kann da glaube ich durchaus passieren. Also trotzdem aber starkes Rennen und wichtige Punkte, ne? Ja, danke. Platz von hinten. Ja, und bleib auf jeden Fall dran, auch mit der Rennpace, weil dann wird es den dreien oder zweien, je nachdem wie man es jetzt sehen will, davon ist vielleicht nicht ganz so langweilig. Ja, hoffe ich. Na? Ja. Gut, dann. Sehr gut, dann in dem Sinne, ne? Schönen Abend euch allen. Genau, bedanken wir uns erstmal, dass ihr reingekommen seid. Ja. Danke, dass ihr gestreamt habt. Kein Problem, gerne doch. War auf jeden Fall unterhaltsam und nicht langweilig. Trotzdem, Mittelfeld ging schon ganz schön gut ab. Und wir hatten eigentlich einiges zu kommentieren, eigentlich. Genau. Gut. Langweilig wurde es nie. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß und wir hören uns hoffentlich in 2 Wochen wieder. Jo, danke. Jo. Gute Nacht euch allen. Und an die Zuschauer, die jetzt noch da sind, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Auch an die Leute, die im Chat so aktiv waren. Also ich glaube, es war noch nicht so rege Beteiligung bei dem Stream von mir im Chat. Herzlichen Dank dafür. Und auch danke dir, Marco. Scheint packend gewesen. Ja, danke dir auch. Das war echt schön. War unterhaltsam. Die Zeit ist verflogen, die Runden. Und gerne jetzt, wieder auf jeden Fall. Jetzt gehen wir erstmal die Bude lüften. Und Stimmt, ja. Wir hören uns dann vielleicht in 2 Wochen wieder, wer weiß. Da haben Buenas Noches. In Spa, aber jetzt müssen wir dann erstmal nächste Woche selber fahren. Genau, Buenas Noches. Alles klar. Gute Nacht, Jungs. Ciao, Servus. Ciao. Servus. Ciao.